Okay, ich habe den Knopf gedrückt. Ja, hallo und herzlich willkommen hier heute Abend bei der Lehrerfortbildung, wie man Graphic Novels und Comics im Unterricht verwenden kann. Auf Einladung der Stadt Erlangen, die internationalen Wochen gegen Rassismus der Stadt Erlangen. Heute Morgen hatten wir bereits eine gestern Morgen hatten wir bereits eine Lesung und heute Abend geht es weiter, wie man mit Graphic Novels im Unterricht pädagogisch arbeiten kann im Bereich der politischen Bildung. Und dazu habe ich auch ein paar Gäste hier, die Ingrid Sabisch, die Zeichnerin der Graphic Novel über Sophie Scholl, dann auch die Lisa Neun, sie unter anderem auch Comiczeichnerin aus Erlangen und auch immer wieder im Comiczeichnerseminar, aus dem sich die Initiative gebildet hat für das Comicmuseum Erlangen. Und natürlich auch, last but not least, den ja, Gastgeber sozusagen, Till Fichtner von der Stadt Erlangen. Ich übergebe jetzt mal kurz an Till und bin gleich da. Ich muss mal eben die Tür zumachen hinter mir. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Lehrerinnen und Pädagoginnen, die heute mit dabei sind online. Ich freue mich sehr, dass wir nach der gestrigen Lesung für die Schülerinnen und Schüler mit Nils Oskamp heute auch noch mit Ihnen allen ins Gespräch kommen können über den pädagogischen Einsatz von Comics im Unterricht. Ich darf vielleicht zwei, drei Sätze zu meiner Person sagen, falls Erlangen Raum. Ich arbeite im Bürgermeister- und Presseamt der Stadt Erlangen im Büro für Chancengleichheit und Vielfalt und städtische Antidiskriminierungsberater. In meinem Aufgabenbereich im Rahmen der Antidiskriminierungsberatung gehört proaktive Antidiskriminierungsarbeit. Deswegen koordiniere ich mittlerweile seit 13 Jahren für die Stadt Erlangen internationalen Wochen gegen Rassismus. Nachdem wir letztes Jahr ein ganz tolles Programm hatten, was wir leider am ersten Tag wegen Corona-Lockdown komplett eingedampft haben. Wir haben dieses Jahr alles auf online umgestellt und deswegen jetzt eben dieses Seminarangebot mit Nils Oskamp, der ja bekannt ist durch seinen Comic Drei Steine, den er wie gesagt gestern bereits vorgestellt hat, der in Erlangen groß rausgekommen ist im Rahmen des Comic-Salon 2015. Ich will Sie, weil es ja vielleicht auch um Fragen geht, ja, wenn wir jetzt hier weiter in das Thema Comics einsteigen, Mensch, ich finde es toll, ich würde gerne mit meiner Schule oder wie auch immer vielleicht mal ein entsprechendes Angebot schalten, aber ich weiß nicht, wie ich es finanzieren kann. Für Sie auch gleich noch der Hinweis auf das Bundesprogramm Demokratie leben. Auch das fällt in meinen Zuständigkeitsbereich. Sie finden das, alle weiteren Infos zum Bundesprogramm auch auf der städtischen Homepage, also www.erlangen.de. Wenn Sie dort Demokratie leben eingeben, kommen Sie in den Suchbereich, wo man auch alles zum Thema Antragsformulare herausfinden kann. Sie können mich aber auch gerne diesbezüglich persönlich kontaktieren. Nils, wenn du vielleicht, wenn ich jetzt gerade das erzähle, nochmal meinen Flyer oder unseren Flyer natürlich vielleicht ganz kurz zeigen könntest, genau. Vielleicht, dass Sie mal sehen, was wir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von Demokratie leben auch konzipieren. Wir haben also letztes Jahr eine große Veranstaltungsreihe recht in Erlangen, damals und heute, organisiert mit etlichen Veranstaltungen, die dann leider auch im Corona-Lockdown zum Opfer gefallen sind. Auf eines möchte ich, ja, ne, scroll nochmal runter, bitte, in die andere Richtung, genau. Wenn wir hier auf dieses Datum 8.11. können, ne, ein bisschen weiter nach in der Mitte, eigentlich genau richtig. 8.10. Du, Till, dein Mikrofon hakt ab und zu. Hast du irgendwie ein Headset oder sowas? Nee, habe ich jetzt leider nicht. Also gut, dann versuche ich mich kurz zu fassen. Ich möchte nee, oder näher ran. Das Gerät näher ran geht auch. Ja, ne? ich bin schon, ich versuche jetzt schon so nah wie möglich zu gehen. Also ich höre es gut. Okay. Ja. Ich weise nur noch hin darauf, dass wir im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe Rechte Kontinuitäten unter anderem auch einen Stadtspaziergang konzipiert haben,
der auf die Spuren rechter Kontinuitäten in Erlangen bis heute verweist, der explizit auch für Schulklassen ist. Und auch darüber können Sie sich informieren. Wir hoffen natürlich, sobald Corona das dann zulässt, dass wir diesen Stadtspaziergang auch Schulklassen anbieten können. Also auch das ein Angebot, das Thema in Erlangen vor Ort aufzugreifen mit Schülerinnen und Schülern. Soweit zu mir. Wie gesagt, Sie finden mich auch im Internet unter Antidiskriminierungsberatung Erlangen. Till Fichtner, können mich gerne auch per Mail oder telefonisch kontaktieren, wenn Sie zu Angeboten von Demokratie leben und Wochen gegen Rassismus Fragen haben, dann jederzeit gerne. Jetzt übergebe ich aber wieder an Nils Oskammer. Ja, gut, dann fangen wir mal an mit den. Das sind jetzt sozusagen die Ergebnisse einer Lehrerfortbildung des Lehrerfortbildungsinstituts der Uni Braunschweig, das ich am Montag gehalten habe. Ich habe das noch mal ein bisschen erweitert und aktualisiert, wie man mit Comics im Bildungsunterricht arbeiten kann. Es müssen neue didaktische Wege gefunden werden, auch das Thema Holocaust und NS zum Beispiel in den Schulklassen sozusagen einzuführen und zu sensibilisieren. Die Ära der Zeitzeugen geht leider zu Ende, die an Schulen gehen und dort über ihre Erlebnisse als Opfer oder Verfolgte des Holocaust zu berichten. Und es muss einen anderen emotionalen Einstieg geben. Und da bieten sich einfach Graphic Novels an im Bereich dieser Aufklärungsarbeit und auch im Bereich des Erinnerns an den Widerstand, den es ja doch gegeben hat, wie dann zum Beispiel auch die Weiße Rose. So, und da fangen wir mal an. Warum haben wir denn keine Comics in Deutschland als Unterricht an Schulen, wie das in Frankreich ist? In Frankreich sind Schulen schon seit Ewigkeiten mit Unterrichtsgegenstand an den Schulen, hier in Deutschland gar nicht. Und so langsam müssen wir die Lehrer auch mal dahin bringen und sozusagen wir Comic-Fachleute den Lehrern ein bisschen helfen, wie sie die Comics einsetzen können. Das hat in Deutschland den Grund, weil zwischen den Kriegen Deutschland-Frankreich comic-mäßig ungefähr gleich auflagen. In Deutschland lag in der grafischen Publikation sogar ein bisschen vorne mit den lustigen Blättern und dem Simplicissimus. Dann kam die Machtergreifung der NSDAP. Dann gab es die Gleichschaltung, den musste jeder Illustrator, Zeichner etc. musste dann Mitglied werden im Reichsgrafikerbund für eine Arbeitslizenz und sich somit auch für Propaganda verpflichten unter Goebbels. Und das ging dann bis zum Ende des Krieges. Dann kam der Comic, also 1937 gab es schon die Donald Duck und Mickey Mouse in Deutschland. Und zum Ende des Krieges kam dann der Comic dann wieder mit den Besatzern, sozusagen eine Art Besatzerkultur. Das hat die intellektuelle deutsche Elite dann auch so ein bisschen angenervt. Und dann kam in den 50er Jahren dieses Buch raus, Seduction of the Innocent, das Buch, The Book What Nearly Kills the Comic Business, sagt man in Amerika dazu. In Amerika hat es dazu geführt, dass es den ACC gab, den American Comic Code, die Selbstzensur der Verlage. In Kanada gab es gar keine Comics mehr. In Frankreich wurden die Superhelden-Comics nicht mehr in Lizenz gedruckt, sondern es gab dann Neuentwicklungen, dass dann französische Comic-Künstler sozusagen sich zusammengeschlossen haben in Magazinen wie das Pilot-Magazin von René Goscinny geführt, der auch der Szenarist von Asterix ist. Asterix, Lucky Luke, all das ist in Pilot entstanden. Das hätte es ohne The Seduction of the Innocent nicht gegeben. In Deutschland absolut gegenteilige Entwicklung. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften, die Pädagogengewerkschaft, damals auch die einzige Gewerkschaft, hat von den 50er Jahren bis in die 80er Jahre eine Kampagne gegen Comics gemacht. Und hier sehen wir zum Beispiel noch ein Beispiel. Am 3. April 1965 vor der Sporthalle in Beidkheimheim-Bissingen in Baden-Württemberg wurden diese Schundhefte noch öffentlich verbrannt. Ähnliche Aktionen hat es auch gegeben mit der Aktion Das gute Buch. Da konnte man dann seine Schundhefte quasi umtauschen gegen ein antiquarisches Buch in den Buchhandlungen. Da oben habe ich auch noch einen Link drin zu dieser Entwicklung aus der Comicforschung.
So, und das hat dazu geführt, dass wir deutschen Comiczeichner uns in der Werbung verdingen müssen, und anstatt richtige Titel zu machen. Eine Graphic Novel in Frankreich hat eine Auflage von 20.000 und in Deutschland so 4 bis 6.000. Und so entsprechend sind dann auch die Honorare. So, und jetzt, was es mir sehr am Herzen liegt, das ist hier von Ari Forman und David Polonsky, die Graphic Diaries. Also es ist keine richtige Graphic Novel, weil es sich hier wirklich um die Tagebucheinträge der Anne Frank handelt. Die Originaltexte von Anne Frank sind hier zu sehen, und David Polonsky hat diese illustriert und das Ganze in Form gebracht, hat dann Ari Forman. Das Künstlerduo Forman-Polonsky ist noch vielen bekannt als diese von dem Animationsfilm Waltz with Bashir, wo Polonsky der Artdirektor war, auch eine Graphic Novel gemacht hat. Ari Forman ist der Regisseur, der hat nachher auch den Kongress gemacht, auch mit meinem Dozenten von Animation von der Animation School sogar zusammen, mit dem Thomas Bohl. Ich habe Ari Forman bei der Premiere hier in Hamburg auch mal kennengelernt. Ari Forman hat auch damals die Goldene Palme in Cannes gewonnen und den Löwen in Venedig. Also es ist ein sehr herausragendes Buch, es ist sehr eindruckend illustriert auch, wie die Situation war in den Niederlanden, dass es ja auch Taschengeld gab für verpfiffene Juden. Die Texte dazu, manche Texte auch länger, wo dann Ari Forman gesagt hat, da kann man jetzt quasi nicht drin eingreifen, das zu illustrieren. Aber ich finde, dass Polonsky hier wunderbare Bildlösungen gefunden hat. Dann hat dann die Anne Frank im BBC-Radio gehört über diese Konzentrationslager, dass dort Gas eingesetzt wird. Und so hat das dann Polonsky interpretiert, da hinten wie eine Kleingartenanlage, wo die Gascontainer hinten stehen. Also echt hervorragend hier auch nochmal diese Schichtdarstellung des Hinterhauses, in der sich dann ab 1942 die achtköpfige Familie, also es waren zwei Familien eigentlich, dort versteckt haben. Und dort ist eigentlich auch so der interne Zwist mit dieser anderen Familie, die da war, und die Frau, die immer eine auf große Diva gemacht hat, und der Sohn Peter, in den sich Anne nachher unsterblich verliebt. Und was mir immer bekannt war, auch von den Tagebüchern der Anne Frank, dass sie ja sich quasi innerhalb dieser Tagebücher zu einer großen Schreiberin entwickelt und auch eine richtige schöne Poesie an den Tag legt und auch Sarkasmus und eine Selbstironie hat, die doch sehr bewegend sind. Und da habe ich jetzt auch bei der Fortbildung am Montag gesagt, dass diese Graphic Diary auch zu empfehlen, jetzt gerade auch, wo viele Schüler wieder im Fernunterricht sind und dann auch mit ihren Gefühlen klarkommen müssen. Und Anne Frank musste in dieser Isolation über 2 Jahre auch mit ihren Gefühlen klarkommen, und dabei hat ihr Tagebuch Kitty ihr geholfen. Und hier sehen wir dann zum Beispiel der Einmarsch am D-Day in der Normandie und die Achtköpfigen im Versteck auf diesem Küchentisch in Amsterdam. Und das ist eigentlich meine Lieblingsseite, wie Adolf hier auf seinem Stuhl nach dem Stauffenberg-Attentat durch die Luft fliegt. Ganz toll, davon hätte ich gerne ein T-Shirt. Also hier erklärt Anne Frank in ihren Texten ja schon, dass sie auch vermutet, dass hinter dem 20. Juli Attentat, Widerstand des 20. Juli, wahrscheinlich keine Diktatur herausgekommen wäre, sondern keine Demokratie herausgekommen wäre, sondern eine Militärdiktatur, die dann nur den Sinn hat, dass die Alliierten nicht in Deutschland einmarschieren. Wenn man einige Briefe kennt von Graf Schenk von Stauffenberg, dann sieht man auch, als er an der Besetzung von Polen beteiligt war, dass da immer noch der Nazi durchschimmerte in seinen antisemitischen Äußerungen. So, und dazu kommen wir am Schluss nochmal. Das ist sozusagen dieses Aufgliedern der Hero's Journey. Das ist eigentlich die Übung, die ich gemacht habe für mein Buch, für das Begleitmaterial. Und hier habe ich diese gleiche Übung dann auch übertragen. Und quasi endet das Graphic Diary hier bei Punkt 10, The Way Back. Das ist die Drei-Akt-Struktur der Hero's Journey. Und das ist danach auch so eine didaktische Aufgabe, die LehrerInnen übernehmen können, um damit an den Schulklassen zu arbeiten. Genauer gehe ich darauf ein, nachher bei der Präsentation von meinem Begleitmaterial. So, und dann kommen wir hier noch
Das Leben der Anne Frank, eine grafische Biografie. Das ist jetzt wirklich so, wie die Familie Frank sich versteckt hat, die Hintergründe etc. Von Sid Jacobson und Ernie Colon. Auch vom Anne Frank Haus in Amsterdam herausgebracht. Dort bei Carlsen erschienen und meine Empfehlung ist dort auch mit der 8. bis 9. Klasse dran zu arbeiten. Der Zeitraum beginnt hier wirklich auch mit der Hochzeit der Eltern von Anne Frank und dort auch eine Hero's Journey und eine Geografiearbeit zu machen. Anne Frank wurde ja in Frankfurt geboren. Die Familie ist dann nach in die Niederlande ausgewandert, wo die Judenverfolgung vor dem Einmarsch der Deutschen es auch noch nicht so gegeben hat. Da konnten sie noch mal leben. Und dazu kommen wir dann auch hier in dieser Darstellung, wie dann der Weg der Franks danach auch in die Lager war, es als einziger, der überlebt hat. Das war ja der Vater, Otto Frank. Und der hat die Tagebücher der Anne dann veröffentlicht und hat dann alle, es wurde gleich in 26 Sprachen veröffentlicht und diese Tantiemen, die er gekriegt hat, damit hat er dann den Anne Frank Fond in Basel gegründet. Und der Anne Frank Fond in Basel, der gibt dann alle Gewinne weiter an UNICEF Bildungsprojekte. Also somit ist Anne Frank nach der Hero's Journey heute noch am Leben, indem sie mit ihren Worten weltweit Bildung in Dritte Weltländern unterstützt. Und das nennt man in der Hero's Journey die Rückkehr mit dem Mentor's Gift, das heißt das Geschenk des Mentoren. Und das ist, dass ihre Autorenschaft jetzt dafür sorgt, dass sie quasi anderen Kindern bei der Bildung hilft. Ich selber habe mal vom Anne Frank Fond in Basel Geld bekommen und das hat mir damals geholfen, nach Dortmund zu fahren, um dort den Rudolf Dirks Award entgegenzunehmen. Im Jahr, nachdem mein Buch erschienen ist, da war ich nämlich arm wie eine Kirchenmaus. So, und dann kommen wir noch hier auch eine weitere Publikation von dem Anne Frank Haus, was da noch sehr gut bei dieser Publikation ist, dass es hier ein ausführlich gut erarbeitetes pädagogisches Begleitmaterial gibt. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Das werde ich gleich nochmal in der Bildschirmübertragung zeigen. Es handelt sich hierbei auch um eine deutsche jüdische Familie, die auch in die Niederlande flüchtet. Und hier wird in der Metaebene die Familie dargestellt, wie die Charaktere bis hin zur Deportation und den Lagern gelebt haben. Auf einer anderen Hintergrundebene wird dann aber auch so die Machtergreifung und das ganze Lagersystem auch erklärt. Es hat hier mehrere Ebenen, zu denen dann auch dieses grafische Begleitmaterial aufgebaut ist. Und auch mit Übersichtsgrafiken in der typischen Linie Claire, die ja Hergé entwickelt hat, dieser belgischen Form des Comiczeichnens dieser klaren Linie. Bevor wir dann gleich zu Ingrid Sabisch, Sophie Scholl kommen, gehen wir nochmal ganz kurz in das pädagogische Begleitmaterial von Die Suche. So, dazu muss ich eben eine andere Bildschirmaufnahme aufmachen. So. So mache ich hier Chrome Tab. So, als erstes gibt es hier eine pädagogische Handreichung, wo quasi für Lehrer, bevor die mit den Unterrichtseinheiten beginnen, mit diesem Buch zu arbeiten, wird hier den Lehrern auch diese Metaebene erklärt, nochmal die eigenen Begrifflichkeiten erklärt, persönliche Geschichte, Mikroebene, Vergangenheit und Gegenwartebene und dann die verschiedenen Unterrichtseinheiten, die dann nämlich quasi auch digital gehalten werden. Bietet sich jetzt gerade an, auch im Homeschooling mit die Suche zu arbeiten, weil dort die Lehrer mit dieser Vorbereitung aus diesem PDF, die Links sind auch in meinem PDF nachher zum Download, kann man sich dieses PDF runterladen und hierüber gehen dann nachher, die Schüler werden dann angeleitet für die aktiven Unterrichtseinheiten bei die Suche. Das zeige ich jetzt nochmal in einer anderen Bildschirmübertragung. So.
Chrome Tab. So, und das ist hier jetzt das Unterrichtsmaterial, was es online gibt. Da kann jeder Schüler auch auf den aus dem Fernunterricht oder Präsenzunterricht daraufhin zugreifen, auf den Tablets, die die ja hoffentlich inzwischen alle haben. Hier gibt es auch nochmal einen Einführungsfilm zu dem Thema. Aber es kommen dann auch hier die verschiedenen Unterrichtseinheiten, wie zum Beispiel eine Zeitleiste, wo dann auch erklärt wird von der Machtergreifung, Einmarsch in den Niederlanden etc., was sich dann dort ergeben hat. Und von da aus kommen wir dann auch in die nächsten Unterrichtseinheiten, mit denen wir dann zum Beispiel hier auch den Antisemitismus bearbeiten können. Es sind auch noch enthalten Interviews mit Zeitzeugen. Hier zum Beispiel auch Bobs Kampf, Bob, der quasi hier ein boxbegeisterter Jugendlicher, der nachher ins Lager kommt. Und hier auch wieder ein Zeitzeugen-Interview am Ende. Sehr gut aufgearbeitet, didaktisch, auch mit historischen Hintergründen. Und das alles vom Anne Frankhaus, also sehr hervorragend, kann ich nur empfehlen, hiermit zu arbeiten. Und da bitte erkundet euch selber, ladet es euch runter auf meiner Webseite dreisteine.com/erlangen. Dort sind die ganzen Sachen auch dann verlinkt. So, und jetzt gehen wir wieder zurück in die andere Präsentation. Und jetzt kommen wir zu Ingrid. So, ach so, einen kleinen Kommentar noch zu der zu die Suche. Die Suche, das sind insgesamt 3 Bände gewesen, die dort von Anne Frankhaus in Auftrag gegeben worden. Die sind in Deutschland erschienen in dem Sammelband Kriegsgeschichten. Der kostet aber über 35 Euro und die Suche beim Schulbuchverlag erschienen kostet nur 7 Euro. Also für den Einsatz an Schulklassen ist der Einzelband sinnvoller. In Kriegsgeschichten, da handelt auch ein Band davon von der Besetzung der japanischen Truppen von den niederländischen Kolonien, wie zum Beispiel Macau. So, und jetzt gehen wir dann zur Sophie Scholl von Heiner Lühnstedt und Ingrid Sabisch. Heiner Lühnstedt ist auch bekannt in der Comic-Szene für seinen Newsletter Highlight Zone und den Blog. Er macht immer Rezensionen sehr viel. Heiner Lühnstedt ist auch noch sehr engagiert bei dem Comic-Festival in München, wo er im Orga-Team ist und da auch immer sehr viel zu stemmen hat. Und deshalb ist er heute nicht bei uns, weil er gerade in der Planung ist für das Comic-Festival München, was diesmal ein Museum werden soll. Aber ich freue mich hier, Ingrid Sabisch zu begrüßen, die Zeichnerin. Wir kennen uns seit dem Comiczeichner-Seminar. In welchem Jahr war das, wo wir zusammen im Seminar waren? Ich habe keine Ahnung. 2001, kann es sein? Kann sein. Ja. Ja, Gebhardtstraße, die erste in der Gebhardtstraße. Ne, 2000. Ich weiß es nicht. Warst du da 2001, weiß ich noch, das war als eben die... Warst du da? Ach so, da September 11. Ja, genau, mit Barü als... Stimmt, ja, da waren wir... oder warst du vorher schon? Ich war ein Jahr vorher schon da und das war das Jugendkulturtreff und da war vorher eine Multimedia-Installation mit Fernsehern und dann haben wir irgendwie aus Anrufen oder so gehört, da ist was, mach mal Fernseher an. Und dann haben wir September 11 gesehen. Ja, und das waren alle völlig fertig, ja. Völlig platt und dann kam auch das Thema von dem, das hat Paul ja dann aus Inspiration von Amélie Poulain genommen, die schöne Welt der Amélie, das Treppenhaus. Und dann stürzt auf einmal das größte Treppenhaus der Welt zusammen. Oh Gott, ja, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ah, ja. Ich weiß nur, dass wir dann ins Manhattan-Kino gegangen sind und da war noch die New Yorker Skyline mit dem World Trade Center zu sehen. Und da haben wir dann abends dann irgendwie Amélie gesehen, weil keiner war fähig, irgendwie noch was zu zeichnen. Ne? Ja. Ja, und Barü hing immer im Radio und hat dann irgendwie über seinen französischen Radiosender so mehr Hintergrundinformationen gekriegt. Ja, ja. Also das weiß ich noch, da waren wir auf jeden Fall. Also es ist schon 20 Jahre her. 20 Jahre her, so lange kennen wir uns schon. Prima. Ja.
Ja, und du, wie ist ein Heiner dann auf dich zugekommen mit dieser Arbeit? Ich meine, woher kanntet ihr euch? Oder du hast, glaube ich, damals in München gewohnt? Oder wie war genau, wie ist das? Genau, ich bin ja, oder wir sind sehr viel rumgekommen. Wir sind von Berlin nach München gezogen und da bin ich dann gleich da in diese Comic-Szene, wie soll ich sagen? Also die da gab es einen Comic-Stammtisch und da bin ich halt hin und da habe ich den Heiner halt kennengelernt und wir haben eigentlich ja erst den Willy Brandt zusammen gemacht, auch bei Knesebeck, die Willy Brandt-Biografie. Und dann hat Knesebeck uns nochmal angefragt für die Sophie Scholl. Und dann, also uns beide, genau. Heiner als Texter und mich als Zeichnerin. Ja, Sophie Scholl, das bietet sich ja an, irgendwie in München, ne? Warst du da auch in dem Lichthof der Uni? Auf jeden Fall, ja, klar. Ja. Ja. Und der berühmte Zaun, das kommt ja in meinem Buch auch vor, der soll jetzt, glaube ich, abgerissen werden. Da steht sie und verabschiedet ihren Bruder und andere an die Front und da gibt es auch ein Foto davon und da versuchen gerade Leute auch, dass der erhalten bleibt. Ich weiß nicht, ob das, ich habe mir da noch keine Meinung gebildet, aber irgendwie ist es schon, ja, weiß nicht, ob das so gut ist, wenn der wegkommt. Wie ich jetzt gehört habe, letzte Woche habe ich gesehen, dass er unter Denkmalschutz gestellt wird. Ah, okay, ja. Ja, und dann soll das wohl auch Gedenkstättencharakter kriegen. Mhm. Ja, also gefühlsmäßig finde ich das gut, ja. Ja, ich habe ja in deiner Graphic Novel da auch gelesen, wie die Geschwister von Sophie und Hans Scholl in Stuttgart dann auch festgenommen wurden und dann drei Wochen dort eingesperrt waren. War das Hotel selber? Kann das sein? Das weiß ich nicht. Das müsste der Heiner, solche Sachen weiß der Heiner dann wahrscheinlich. Aber der ist ja heute nicht da. Ja. Und wie bist du dann mit den ganzen Fotos daran? Also was ich auch sehr schön fand bei deiner Sophie Scholl-Geschichte, dass du die künstlerische Ader erwähnt hast von der Sophie. Die konnte ja sehr gut zeichnen. Das stimmt, und, ja. Und das ist in den Verfilmungen nicht so drin. Nee, na gut, die müssen es immer sehr... Gut, wir hätten es auch noch reduzieren können, aber ich fand es einfach wirklich einen schönen... oder komplettiert so ihr Wesen, also dass sie eben auch so kreativ war. Und das zeigt ja auch, weil sie dann auch sich total gelangweilt hat da in ihrem Job da als Kindergärtnerin und auch als in der Rüstungsfabrik dann, also das hat sie dann einfach nicht gefordert, diese Aufgaben. Naja, das ist ja in dem Buch ja auch drin, dass sie ja quasi, um in München studieren zu können, oder in Freiburg hat sie ja auch studiert, dass sie dann diese Zwangsdienste machen mussten. Ne? Also erst BDM, wo dann auch nur ja, rumgepoltert wurde und schlechte Manieren an der Tagesordnung waren. Und da hat sie ja dann Augustinus, glaube ich, gelesen, so ein Benediktinermönch, ne? Ja, das haben wir so ein bisschen, ja, also das habe ich eigentlich auch erst hinterher irgendwie so richtig mitgekriegt, dass sie ja doch viel religiöse Texte gelesen hat. Aber das war jetzt gar nicht so, also ich habe jetzt auch gelesen, dass es sie sehr beeindruckt hat und beeinflusst in ihrem Tun. Ja, und du musstest ja jetzt ziemlich kompakt arbeiten. Ich meine, dein Vater, war das eigentlich in Ulm, wo der Bürgermeister war? Das weiß ich nicht mehr. Also er war Bürgermeister und die sind auch im Rathaus. Ja. Ja, er war Bürgermeister. Ich glaub, das war Ulm, sind im Rathaus da auch irgendwie aufgewachsen. Der Vater hatte sich dann irgendwie politisch gegen Hitler geäußert, wurde dann von der Gestapo verhaftet und war dann 3 Monate im Gefängnis. Und danach hat sich ja dann Sophie Scholl dann sozusagen, ist sie dann erst in die Weiße Rose mit eingetreten, hat dann erst ab dem 4. Flugblatt mitgemacht. Ja,
Also sie ist ja dann nach München und dann, also es hat ja erst so, sie ist ja da eher so dann eingestiegen, weil, ja, soweit ich mich erinnere, dass sie eben da mitmachen wollte und zusammen in München mit dem Hans halt zusammen gewohnt hat und dann hat sie das halt so mitgekriegt. Also es war jetzt, ja. Also Also ich was glaube, ich. das war das, dass sie eben in München war und vor Ort war und dann eben mitgekriegt hat, was da passiert. Und ich glaube, soweit ich weiß, war der Hans gar nicht so, fand es gar nicht so gut, dass sie da jetzt mit einsteigt. Da kann ich mir vorstellen, Ja, als größer Bruder will Bruder, man ja auch ja. eher beschützen, ne? Aber was ich ziemlich gut war, irgendwie, was ihr da gelöst habt, das war, dass ihr diese ganzen Zeit- und Raumsprünge mit dem Briefwechsel von der Sophie Scholl und ihrem Freund quasi überbrückt habt, ne? Wie hieß er nochmal, der Freund? Fritz Hartnagel. Das war Ja. halt irgendwie auch eine ganz gute, so ein, was gut zum Erzählen war, weil er einfach der Soldat war und irgendwie so gehadert hat mit dem, was er gesehen hat und ihr das eben auch geschrieben hat. Und ich denke auch, dass das Teil von dem war, dass sie das mitgekriegt hat durch ihn, auch was so an der Front passiert und so. Und der Hartnagel, der hat sich ja dann noch irgendwie nochmal zum Soldatentum so geäußert mit Tugenden und dann sagt sie so, ja, aber dann arbeitest du doch für eine Regierung und dann fühlst du doch nur Befehle aus. Und da gibt es ja nachher so richtig in einem Antwortbrief so ein Ja. bisschen die, jetzt wach mal auf, junge Klatsche, ne? Ja, also sie war da rigoroser als oder konsequenter im Denken, würde ich sagen, ja. Und er war ja dann später auch noch, also hat ja dann ihre Schwester geheiratet und war dann auch in der Anti-Atom-, nee, oder gegen die Pershing, er hat sich dann in der Friedensbewegung auch engagiert als älterer Mann dann. Das fand ich eigentlich Wer? Der toll. Der Hartnagel? Hartnagel, ja. Bei so Okay. Sitzblockaden und sowas. Und fand ich eigentlich ganz, ganz interessanter Typ dann. Ja, also du siehst hier mein Exemplar der von eurem Buch, das ist schon ein bisschen ramponiert. Also stimmt, ja. Es hat ungefähr 10 Ausstellungen mitgemacht und war auch schon mal am Tisch festgekettet und wir haben da die Aufkleber drauf gemacht und haben gehofft, wenn jemand so ein Buch hat mit einem Aufkleber, das will man nicht klauen. Also bei Sophie Scholl hat es geklappt, bei Art Spiegelman nicht. Okay. Ja, also ich habe das jetzt quasi auch immer an den Leseinseln mit ausgelegt, in meiner Ausstellung. Und ja, also ich finde Sophie Scholl sehr bewegend. Ich selber habe jetzt nochmal einen Auftrag gekriegt von der Partnerschaft für Demokratie in Oberhausen. In einer Sophie-Scholl-Gymnasium in Oberhausen Porträt von ihr zu malen. Und aus diesem Porträt werden wir dann so eine Banksy-mäßige Graffiti-Street-Art-Ding machen, dass man sich dann auf meiner Webseite runterladen kann, umsonst. Und da kann jeder sich ein Video angucken, wie man so eine Stencil-Schablone bastelt daraus. Und dann kann jeder da irgendwie seine Sophie Scholl zum Geburtstag sprühen. Mit tollen Zitaten, die sie dann auch gesagt hat, wie zum Beispiel, legt ihn ab, diesen Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz gelegt habt. Ja, nicht schlechter. Ja. Also ich fand sie, also ich finde sie auch immer noch inspirierend und ja, also Ausnahmepersönlichkeit auf jeden Fall. Was hast du denn davon gedacht, als du gehört hast, dass diese blaue Partei mit dem roten Veilchen dann so Postings gemacht hat auf Social Media, Anne Frank würde heute Miep wählen. Du meinst Da gab es Sophie Scholl? Ja. Sophie Scholl würde heute Miep wählen, ne? Ach Gott. Ja, sowas regt mich natürlich total auf. Also, ja, ich finde es eine Unverschämtheit und dass die sowas so für sich vereinnahmen. Also, ich Ja. sage, sie hätte es nicht gewählt. Punkt. Sage ich auch. Ne? Ich meine, die sind sowieso diese neue Rechte, die verehren den Stauffenberg über alles als den Bewahrer der deutschen Kultur und Abschaffung des Terrors, war aber verkappt ja auch nur ein Nazi und für mich der große Widerständler, das ist war Elsa zum Beispiel und die Weiße Rose. Ich war, wann war das? Vor 3 Jahren war ich auch noch am Grab
von Hans und Sophie Scholl. Ne? Also es gab ja noch viele, ich meine, es gab auch welche, die sind nicht bekannt und die damit Sympathisanten und auch die ganz mutige Sachen getan haben, aber es ist natürlich so, dass die zwei irgendwie, ich meine, in der Gruppe gab es ja auch noch einige, Traute Lafrenz und noch irgendwelche, die aus diesem Umkreis kommen, und es ist immer, es wäre eigentlich schön, die auch alle irgendwie nochmal zu ehren und ins Gespräch zu bringen, aber ich meine, die zwei sind natürlich, oder Sophie Scholl ist eigentlich die, die so da, für diese ganzen Leute steht, die da ihr Leben verwirkt haben und ihr Leben gelassen haben oder ins KZ gekommen sind oder ins Gefängnis gekommen sind. Also da waren ja mehr noch dahinter. Es waren ja nicht mehr die beiden. Die sind da alle auf dem Perlbacher Forstfriedhof beerdigt. Ja. Dann auch der Probst zum Beispiel. Ja, genau, ne? Genau. Oder Schmorell, die liegen dort auch. Und noch andere Mitglieder der Weißen Rose. Ja. Das Flugblatt hat ja so die Runde gemacht, dass die Alliierten das dann nachher gedruckt haben, mit den Bombern abgeworfen haben. Ist ja auch in deinem Buch drin, dass Thomas Mann die Flugblätter auch vorgelesen hat im Radio. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich auch nicht wusste. Habe ich erst durch deinen Comic erfahren. Ich hoffe irgendwie, dass die Leute dazu bringen, einmal mit diesem Buch an der Schule auch zu arbeiten, und würde mich freuen, mit den SchülerInnen dann auch sozusagen diese Heroes Journey mal zu machen. Von der Sophie Scholl oder vom Hans Scholl. Es müsste ja eigentlich noch einen Comic geben mit Hans Scholl. Wollt ihr den nicht mal langsam machen, oder? Ach, wollen. Ja. Ja, also es war in der Planung, über die Weiße Rose, über die Gruppe was zu machen, aber das, wie es immer so oft ist, das muss ja irgendwie finanziert sein, und das dauert ja einfach so, also das, die Sophie Scholl hat ja auch ein Jahr gedauert, also sowas muss man ja irgendwie Ja, ich habe ja fast, ich habe ja über 7 Jahre gebraucht für mein Buch. Ja, ja, aber du hast ja nicht jeden Tag, also ich habe ja wirklich jeden Tag, also, oder hast du 7 Jahre durchgezeichnet? Nee, dann wäre es ja über 1000 Seiten stark. Ja, ja, genau. Ja, nee, also es ist, Comic zeichnen, wie du weißt, ist ein hartes Brot, ja. Ja, also ich fände es toll, wenn hinten zum Beispiel die Flugblätter nochmal in groß gedruckt geworden wären, hier in der Knesebeck-Ausgabe. Ich musste da doch einiges mit der Lupe lesen. Ja, das stimmt. Ja. Oder nochmal im Internet nachschlagen. Auf jeden Fall ein gelungenes Stück, und ich hoffe, das passt sehr gut an Schulen. Da ich jetzt noch ein paar Bücher vorstellen möchte, würde ich mich bei dir erstmal bedanken, und wir machen mal weiter hier. Ja, mach. So, last but not least, nein, nicht mittendrin sozusagen, das herausragendste Werk in dieser Geschichte, sehr bewegend. Ich selber war in der Ausstellung über die Entstehung von Maus. Art Spiegelman habe ich selber mal gesehen im Altonaer Theater. Da war er mit den Naumann, das war der damalige Herausgeber von der Maus bei Rowohlt Verlag, und dort haben sie auch über die Entstehung der Maus erzählt, und auch war ein harter Weg. Also Art Spiegelman hat seinen Vater mit einem Tonband interviewt, Anfang der 80er Jahre, und sein Vater hat dann unchronologisch quasi von den Erlebnissen in den Lagern berichtet, und Art Spiegelman, der hat dann nachher die Geschichte Maus draus entwickelt, und da die quasi keinen Verlag hatten, hat er mit seiner Frau Françoise, haben die das Raw Comic Magazin gemacht, so ein Fanzine, und in den Innenseiten waren immer klein drin, so die 6-9 Seiten von Maus, die dann immer erschienen sind, und somit war Spiegelman dann auch der Erstherausgeber von Maus. Nachher hat Random House erkannt, dass es der doch ziemlich Sinn macht, das Buch zu verlegen, nach etlichen Anläufen. Also er hat ganz viele Absagen von Verlagen quasi hat er einkassiert, um diesen Weg zu machen, und ist in 2 Bänden erschienen. In Deutschland hat der Naumann, der auch später bekannt war, war der Vorgänger von der Monika Grütters als Kulturstaatsminister für Kunst und Medien,
hat er sogar vorher noch, als er Chefredakteur von Rowohlt war, hat er dann eine Sondererlaubnis des Bundestages erwirkt, damit dieses Cover, das international gleich bleiben sollte, mit diesem Hakenkreuz genug gedruckt werden kann. Es geht darum, auch diese Fabelgeschichte, dass Art Spiegelman hier die Juden als Mäuse gezeichnet hat und die Deutschen als Katzen und die Polen als Schweine. Was es für mich als Leser einen einfacheren Einstieg erbringt, weil je abstrakter eine Figur ist, desto leichter kann man sich reinfühlen. Weil das Geschehen von der Maus ist doch ziemlich gruselig, wie es dann in mehrere Lager ging, von dem Ghetto und den ersten Ermordungen und dann mehrere Lager. Die Mutter von Art Spiegelman, sie hat ihre Erlebnisse nicht verarbeiten können. Sie hat sich in den 60er Jahren umgebracht. Art Spiegelman, die Mutter war unter anderem auch in Ravensbrück. Ich war da noch vor 2 Jahren in Ravensbrück im Konzentrationslager. Dort ist auch eine Vitrine der Mutter gewidmet. Es ist sehr erschreckend, auch nachher die Darstellung hier von den Krematorien, wo der Vater von Art Spiegelman damit die Schornsteine aufbauen musste und in den Einsatztruppen, wie auch das hier erklärt wird. Also Maus hat mich so sehr bewegt, dass ich wirklich geheult habe. Ich habe das Buch, glaube ich, 3-mal gelesen inzwischen. Ich war auch in der Ausstellung und was ich sehr empfehlen kann, ist die Metamaus. Das ist dieses Art-of-Buch hier oben. Die Metamaus, da ist in dieser CD-ROM, sind dort auch die Original-Tonbandaufnahmen gegenübergestellt mit den Storyboards und finalen Seiten. Und hier rechts, da sehen wir nochmal die ausgearbeitete Zeitleiste, wo dann an der dann Art Spiegelman nachher die chronologische Kontinuität hergestellt hat, weil sein Vater hat nicht chronologisch erzählt. Sehr bewegendes Werk, hat auch den Pulitzer-Preis gewonnen. Jetzt gehen wir nochmal, habe ich gerade hier den Anschluss verloren. So, Maus hat den Pulitzer-Preis gewonnen. Empfehle ich zum Einsatz an Schulen. Ich habe hier auch immer in meiner Box eine Empfehlung, ab welchem Jahrgang das ist. Es ist sehr bedrückend auch. Ich empfehle ja auch wieder die Übung der Hero's Journey, dass die Schüler dann noch einen Erfahrungsbericht machen, was sie gefühlt, erlebt und erfahren haben, während sie das Buch gearbeitet hat. Was man auch noch machen kann, das wäre, sich so eine Karte runterzuladen und anhand der Karte die ganzen Stationen der Familie Spiegelman nochmal aufzeigt. Und da müsste man eigentlich auch nochmal die Ostküste der Vereinigten Staaten dazu nehmen. Dann wieder eine andere Geschichte, auch so eine Vater-Sohn-Geschichte. Das ist hier von Michel Kischka. Michel Kischka ist Comiczeichner, er lebt in Tel Aviv. Und Michel Kischka habe ich kennengelernt, zu der Ausstellung Comic und Holocaust am Memorial de la Shoah in Paris. Und seine Geschichte behandelt die Holocaust-Geschichte seines Vaters, der auch in Auschwitz war. Die Familie Kischka, das sind belgische Juden. Sein Vater war in der Kleiderkammer zuständig für die Instandhaltung der Uniform und die Instandhaltung der Häftlingsuniform in dem Konzentrationslager Auschwitz, weil er Schneider war. Und das hat ihm wohl auch das Leben gerettet, dass er nämlich dort in dieser Kleiderkammer nämlich im Winter unter einer Heizung leben konnte. Aber Michel Kischka ist auch ein herausragender Zeichner. Sein grafischer Stil hat mich sehr beeindruckt und auch seine nette Art. Ich empfehle dieses Buch immer wieder für Schulen, doch leider hat EHAPA Comics die Graphic Novel Edition eingestellt und im Moment ist es out of print, aber Ultra Comics in Nürnberg, glaube ich, die haben noch 2 Exemplare. Ich habe Michel Kischka letzte Woche auch noch angeschrieben, dass sein Buch seit einigen Jahren hier nicht mehr normal über den Buchhandel beziehbar ist, nur noch antiquarisch. Ich hoffe, dass er reagiert und dass wir das bald wieder an Schulen einsetzen können. Und hier sehen wir auch eine sehr interessante Wandlung, die Michel Kischka hier hat. Sein Vater fragt ihn, ob er mit zu einer Gedenkfahrt nach Auschwitz kommt. Da ist sein Vater eingeladen worden. Und er hat sich quasi hier richtig in Grafik sozusagen vom Innersten dagegen gewehrt. Er will nicht dahin, aber er ist nachher dahin. So, und jetzt gehen wir wieder weiter, auch mit einer Auschwitz-Geschichte, einer Biografie der Shoah. Es geht hier um den polnischen Juden Herzko Kraft.
Herzko Haft, das war ein junger Sportler, der in Lagerhaft gekommen ist, und dort hatte die SS immer interne Wettkämpfe mit anderen Konzentrationslagern. Da hatten sie ihre Sklavenjuden, die dann gegen andere Häftlinge geboxt haben. Es waren oft Kämpfe um Leben und Tod. Doch die Geschichte, die fängt eigentlich an, wie Herzko Kraft mit seiner Verlobten zusammen ist und sie ihm sagt, wenn ich den Holocaust überlebe oder wenn wir die Deutschen überleben, dann emigriere ich in die USA. Er hat überlebt, er ist dann nachher auch in die USA emigriert und hat dort eine Boxkarriere hingelegt, hat auch gegen Titanen der damaligen Boxwelt gekämpft, um dann in den Zeitschriften zu landen, dass er seine damalige Verlobte wieder trifft. Das hat leider nicht geklappt so richtig, denn er hat seine Verlobte erst wieder getroffen, als sie dement war und ihn nicht wiedererkannt hat. Ganz großartig umgesetzt ist dieser Comic von dem deutschen Künstler Reinhard Kleist. Der Mann in den Biografien nennt er, wird er auch in den Fachkreisen genannt. Er hat unter anderem Johnny Cash gemacht, viele andere Biografien. Ich bin gerade von Israel wiedergekommen, als ich dann direkt im Anschluss 2011 das Comiczeichner-Seminar hatte. Und ich habe mit Reinhard Kleist zusammen die Szene von dem Epilog von Drei Steinen entwickelt. Und wir haben da auch das Bildmaterial ausgetauscht, auch seine Fotos hier von der Lagerrampe von Auschwitz-Birkenau, wo immer die Selektionen stattgefunden haben. Und er beschreibt das hier auch in eindrücklichen Bildern. Und hier sehen wir auch, wie dann Herzko Haft dann auf den Todesmärschen den Mut zusammengenommen hat, um zu flüchten. Es wurde noch auf ihn geschossen, doch er hatte überlebt. Also dieses Buch kann ich auch empfehlen, auch im Zusammenhang vielleicht mit dem Boxsport. Und dann wieder auch ein sportlicher Ansatz, Flüchtlingsgeschichte, aber aus der Neuzeit. Eine weitere Graphic Novel von Reinhard Kleist. Das ist der Traum von Olympia. Hier geht es eigentlich nur um Flüchtlingsgeschichte. Es geht hier um die Geschichte von Samia Yusuf Omar, die für Somalia an der Olympiade in Peking teilgenommen hat, hat dort auch Somalia vertreten. Danach ist Somalia im Bürgerkriegschaos sozusagen abgeschmiert und untergegangen. Es war keine Möglichkeiten mehr zur Reise. Sie wollte dann aber auch unbedingt bei der Olympiade in London teilnehmen. Und hier sehen wir dann ihre Flüchtlingsroute von Somalia über Äthiopien, Sudan, Libyen und im Mittelmeer vor Sizilien ist das Schlauchboot von Samia untergegangen. Und was besonders gut hier dargestellt wird in dieser Graphic Novel ist, dass diese Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen, die flüchten nicht, um hier eine bessere Wohnung zu haben oder um Kindergeld vom Jobcenter zu kriegen. Die flüchten wirklich vor Tod und Krieg und Verfolgung. So, dann wieder eine weitere deutsche Künstlerin, auch im Zusammenhang mit dem Comic-Seminar. Birgit Weihe war auf dem letzten Comic-Seminar in Erlangen Dozentin 2019 mit Ralf König zusammen. Birgit Weihe hat hier Mad Germans einen Comic gemacht, und zwar geht es dort um die alltagsrassistischen Situationen, die die sogenannten Vertragsarbeiter der DDR gekriegt haben. Also mit sozialistischen Brüderländern hat die DDR dann aus Vietnam, aus verschiedenen afrikanischen Staaten und auch aus Lateinamerika Menschen in die DDR geholt, die nicht integriert wurden, die dann dazu da waren, quasi in den Fabriken zu arbeiten. Viele von denen sind nach der Wende dann in Deutschland geblieben. Und darüber handelt die Graphic Novel von Birgit Weihe, die auch in der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich ist. Und dann ein weiteres Buch, was in der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich ist, ist eine weitere deutsche Kollegin, auch einmal Dozentin am Comic-Seminar gewesen. Das ist Barbara Jelin und das ist die Geschichte ihrer Großmutter Irmina. Irmina war ihre Großmutter, sie war Sekretärin und Auslandskorrespondentin, konnte fließend mehrere Fremdsprachen sprechen und hat dort dann, ich war im diplomatischen Dienst oder für eine Firma, in London gearbeitet und hat sich dort mit einem dunkelhäutigen Diplomaten aus Lateinamerika verliebt. Und hier haben wir dann das Thema auch Black Lives Matters, People of Color. Die Großmutter von Barbara musste nachher wieder zurück nach Nazi-Deutschland und quasi ihre Jugendliebe verschweigen. So, und jetzt kommt
nochmal ein Buch, was mir sehr an Herzen liegt. Es ist eigentlich von Will Eisner, aber ich fand das Vorwort von Umberto Eco so begeistert, so eindrücklich und auch den Klappentext von Umberto Eco. Es geht um die Entstehung der Protokolle der Weisen Zions. Umberto Eco hat ein Buch auch über die gleiche Thematik geschrieben, und zwar ist das Der Friedhof in Prag. Die Protokolle der Weisen Zions, dies ist die Entstehungslegende der jüdischen Weltverschwörung. Wie nach dem ersten zionistischen Weltkongress in der Schweiz sich danach die Rabbiner und die Familienoberhäupter der größten jüdischen Familien auf einem Friedhof in Prag verabredet haben sollten, um dort die jüdische Weltherrschaft anzustreben. Das ist um die Jahrhundertwende entstanden, dieses Machwerk eigentlich von einem russischen Diplomaten, der den Zar Alexander davon überzeugen wollte, alle Juden in Russland rauszuschmeißen oder umzubringen, damit der verarmte russische Landadel sich doch wieder was unter den Nagel reißen kann. Das hat 1921/22 hat das die London Times rausgekriegt mit Recherchen, dass das auch ein Plagiat war von anderen Abenteuerromanen, was da drin stand, dass es ein kompletter Fake News Ding ist. Und wie dann damit in Deutschland umgegangen wurde, also die Autokraten, einer menschenverachtenden Weltanschauung der Nazis, sie brauchten Sündenbock, und dazu diente dann die, obwohl schon als Lüge enttarnte, jüdische Weltverschwörung der Protokolle der Weisen Zions. Will Eisner, der Schöpfer der Graphic Novel, hat das hier wunderbar verfasst. In der Ausstellung im Memorial de la Shoah in Paris, da hingen meine Arbeiten von Yad Vashem direkt neben den Originalen von Will Eisner. Will Eisner ist bekannt auch als der Zeichner der Serie Spirit, hat aber auch andere Graphic Novels gemacht, wie Mein Vertrag mit Gott oder Hell's Kitchen. Ein grandioser Zeichner, und nach ihm ist auch der weltweit bekannteste Comicpreis benannt, der Will Eisner Award, der in der Comic-Con in San Diego jährlich verliehen wird. Und hier sehen wir auch diese typischen jüdischen Stereotype. Gerade auch heute sehr interessant, da komme ich im Schlusspart auch nochmal dazu, weil heute haben diese antisemitistischen Verschwörungstheorien einen neuen Anstrich bekommen. Heute heißt das Ding dann QAnon, aber es geht auf diese alten Protokolle zurück. Und hier haben wir dann ein Kinderbuch, was sich mit dem Thema beschäftigt, bei Panini erschienen in Deutschland, seit letzter Woche out of print, im Momentan noch über den Buchhandel erhältlich. Die Autoren sind Luc Duvalier und Marc Lusano. Marc Lusano wird den deutschen Lesern wahrscheinlich auch bekannt sein mit seiner Reihe Ulf K., haben die Vater und Sohn wieder zusammen aufleben lassen. Marc Lusano wollte eigentlich auch mal eine Biografie machen von Plauen Osa, den Zeichner von Vater und Sohn, der ja dann an die Gestapo verpfiffen wurde und der sich dann in der Nacht vor der Gerichtsverhandlung mit dem Reichsgerichtshof, der Freisler, der auch Hans und Sophie Scholl zum Tode verurteilt hat, vor diesem Richter, er hätte ein Todesurteil erwartet, und Plauen hat sich dann umgebracht. Hier bei der Geschichte des versteckten Kindes geht es dann auch um ein jüdisches Kind, was sich verstecken muss, erst in einem Schrank und nachher auf einem Bauernhof, und auch diese Kennzeichnung mit dem gelben Stern tragen musste. Sehr niedlich dargestellt, kann man schon ab 5. bis 6. Klasse einsetzen, für ein jüngeres Lesealter, wenn so ein Thema mal aufkommt. Jetzt wieder auch eine deutsche Kollegin aus dem Comiczeichnerseminar, Stefanie Kampmann, hat den Roman von Morton Rue, Die Welle, übersetzt. Und die Welle bezieht sich ja auf ein real existiertes Experiment, was Rue als Lehrer 1981 an einer Schule in den USA durchgeführt hat. So quasi die Uniformierung und sozusagen Ausschaltung der Moral. Quasi das auch, was Arno Grün in seinen Äußerungen zu der Fremde in uns gesagt hat, wie die Moral ausgeschaltet wird, wie man Brutalität hervorrufen kann. Das, was die Nazis missbraucht haben, Goebbels hat sich dort bedient aus dem Topf von Le Bon, die Psychologie der Massen zum Beispiel, der das da auch schon beschrieben hat. Also durch die Uniformierung eine quasi Aussetzung der Moral und zu Massengewalt.
Dann hier noch ein hervorragendes Buch, was ich wärmstens empfehlen kann für den Politikunterricht. Und zwar aus, es ist eine Arbeit einer zufälligen Begegnung des Comiczeichners Kalle Johansen mit der Historikerin Lena Berghahn von der Universität Umeå. Und daraus ist dann dieses Buch entstanden, und zwar, was ist eigentlich Faschismus? Und hier wird Faschismus durchleuchtet anhand von zwei Beispielen, also über Neonazitum. In der Neuzeit wird dort nicht geredet, sondern es geht hier eigentlich um die Entstehung des Faschismus. Erst, wie er unter Mussolini entstanden ist, mit den Schwarzhemden, der Fasci, der Lektorenbündel, und nachher, was die Unterschiede sind mit dem Nazitum der NSDAP. Es ist eher eine Art Erklärfilm, wie man Faschismus erklärt. Also hier würde sich nicht die Übung der Hero's Journey anbieten, aber das hier kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann kommen wir hier zu den Weißen Wölfen von David Schraven und Jan Feind. Das ist zum Beispiel die Geschichte der Dortmunder Neonazis ab der 90er Jahre bis 2014 ungefähr, bis 2011. Es gibt in Dortmund, das war der Neonazi Seemann, das ist eigentlich die Biografie von ihm, und der war V-Mann vom Verfassungsschutz, und hier geht es von seiner Radikalisierung, erstmal wie er von Punker Nazi wurde, dann mit seinen Verknüpfungen zu Combat 18 und nachher auch beteiligt gewesen ist an mehreren Gewalttaten, auch an der Erschießung eines Ägypters in der Dortmunder Nordstadt, Robin S., dem hat er die Waffe gegeben, Robin S., er hat dann eingesessen, und er war jahrelang der Brieffreund von Chappell, als sie in München auf ihren Prozess gewartet hat. Das ist der Robin S. Und geschaffen wurde dieses Buch von dem Journalisten David Schraven und dem Zeichner, Illustrator Jan Feind. David Schraven war jahrelang für die WAZ, Westallgemeine Zeitung, als investigativer Journalist, auch in der Nazi-Szene in Dortmund-Dorstfeld unterwegs, hat die ganzen Hintergründe recherchiert. Jan Feind selber hat in Hamburg in der Design Factory studiert, später in Tel Aviv. Die interessante Geschichte bei Jan Feind ist, sein Vater war der Staatsanwalt, der den Neonazi Michael Kühn in Knast gebracht hat. Und deshalb musste Jan Feind als Grundschüler mit Polizeischutz immer zur Schule gebracht werden. Er hat mir gesagt, dass dieses Buch für ihn so ein kleiner Racheakt an die Neonazi-Szene war. Sehr gelungen, muss ich sagen, doch mir haben einige Leute aus der politischen Bildungsarbeit gesagt, sie würden das nicht ganz so gerne einsetzen, weil auch viel zu oft Symboliken und Grafiken aus der Neonazi-Szene verwendet wurden und dass Nazis das auch toll finden würden. Im Zusammenhang der Geschichte kann ich diese Kritik jetzt nicht nachvollziehen, weil hier werden eindeutige Zusammenhänge dargewiesen und auch das Wegschauen der Politik, wie zum Beispiel des Oberbürgermeisters Sirau in Dortmund, aber auch die diese Turner-Tagebücher, die als Hintergrund für diesen führerlosen Widerstand auch des NSU gegolten haben. Beziehbar ist das Buch über das Korrektiv, und es gibt auch weißewölfe-comic.de. Dort kann man den sogar auch gratis durchlesen. Bei meiner letzten Lehrerfortbildung hat mir eine Lehrerin gesagt, die Graphic Novel Hannah Arendt auf der Bühne von Clemence Paulet wäre auch eine tolle Neuentscheidung, die ich besprechen soll. Habe ich mir angeguckt, dieses Buch ist kein Comic, ist keine Graphic Novel, es ist ein illustriertes Buch, also Texte sind hier mit Illustrationen versehen worden, es gibt keine Panels und keine Sprechblasen und fällt somit aus der Kategorie Comic raus. Ich erwähne es hier, aber ich werde es nicht besprechen. Und dann kommt im Mai die Graphic Novel raus über Serge und Beate Klaasfeld. Hier oben in den Bildern sehen wir klein, also es ist noch nicht erschienen, deshalb kann ich es nicht richtig rezensieren. Aber das hier ist dann am 8. November 1968, wo Beate Klaasfeld in der Schwangeren Auster in der Kongresshalle in Berlin Kurt Georg Kiesinger geohrfeigt hat, den deutschen Bundeskanzler, wegen seiner Nazi-Vergangenheit in der Propaganda unter Goebbels. Ich freue mich sehr drauf, ich kenne Beate selbst persönlich. Ich habe mit ihr auch ein Interview gemacht, und sie hat mir versprochen, für meine französische Ausgabe das Vorwort zu schreiben. Beate Klaasfeld hat unter anderem auch Klaus Barbie in Bolivien enttarnt und der französischen Justiz zugeführt. Das war der Schlechter von Lyon, selbst verantwortlich für über 1000 Ermordungen an Juden und Kämpfern der Résistance. Ja, und jetzt kommen wir hier zu meinem Buch, last but not least. Hier gehen wir ruhig. Hier ist auch das pädagogische Begleitmaterial verlinkt. Es gibt zwei, eins von mir, was quasi diese Hero's Journey Arbeit beinhaltet.
Und dann nochmal verlinkt das Begleitmaterial von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Da geht es über das Entdecken und Aufdecken von rassistischen Strukturen, auch dann juristische Hintergründe, Strafanzeige, Strafantrag etc. Das wurde damals erarbeitet mit der Rechtsextremismusforscherin Dr. Britta Schellenberg von der Uni München. Und hier sehen wir noch ein paar Bilder. Und hier, das ist jetzt aus meinem Begleitmaterial nochmal zu sehen, dieser Hero's Journey, wo ich dann die verschiedenen Punkte meiner Geschichte zugeordnet habe. Und daraus erschließt sich dann nachher auch die Übung, wo man dann den Schülern sagt, ja, erzähl die Geschichte ab Punkt Nummer 5 anders, also Alternative Ending zu machen. Gut, damit sind wir jetzt hier am Ende und ich freue mich, jetzt wollen wir mal ein bisschen mit der Lisa über das Comic-Museum reden. Lisa, bist du da? Und der Till? Ich bin auf alle Fälle da, aber ich bin nicht die Lisa. Das so, jetzt habe ich es geschafft, in diesen verschiedenen Knöpfen mein Unmute, Mute und Sonstiges zu finden. Also erstmal herzlichen Dank, Nils, für deine Einladung und sorry, dass ich das ein bisschen zu spät gekommen bin heute, aber ich glaube, die Audience, also das Publikum hat es ja nicht bemerkt. Mich interessiert das sehr, wer hört denn eigentlich zu hier? Ich sehe euch vier, aber wir haben Lehrer aus Erlangen hier an Bord sozusagen. Also die Zuschauer, die jetzt über die Webseite zugucken, die werden nicht interessiert. Wir haben einen Zuschauer jetzt über YouTube, aber es sind immer mehr. Ich werde das Video nachher nochmal über Social Media posten. Ne? Ja. Und da kommen dann immer nochmal bis zu 100 Leute drauf. Ne? Okay, super. Also wie gesagt, die unsichtbaren Zuschauer, die begrüße ich jetzt ganz herzlich und Nils, dir herzlichen Dank, dass ich da mitmachen darf. Ich habe jetzt natürlich nicht so die Themen, die sich jetzt speziell mit der Historie von Verfolgung, Judenverfolgung etc. mit beschäftigen, sondern ganz allgemeines Thema, schönes Thema. Wir sind ein Verein und wir haben das Comic-Museum Erlangen gegründet, also unsere... Ach, du bist auf der Webseite, das finde ich total super. Ich habe es übrigens auch, ich könnte sie theoretisch auch teilen. Genau. Und wir könnten jetzt ins Museum hineingehen. Wir haben ein virtuelles Museum gebaut, einfach deswegen, weil wir zu dem Zeitpunkt, wo wir gestartet haben, noch kein... Jetzt wird sich herausstellen, ob es der Nils ein Gamer ist. Ich war schon ein paar Mal drauf, ja. Oh, super, genau. Nein, aber Hintergrund ist folgender. Also wir sind ja ein Verein und wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dass Erlangen ein Comic-Museum bekommt. Und Erlangen ist die Comic-Hauptstadt Deutschlands, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Wir sind auch in einer Location mit vielen Einwohnern, vielen Hightech-Firmen, mit Nürnberg etc. Es sind, glaube ich, so wie viele Millionen Einwohner haben wir? Herr Fichtner, Till, Sie müssen es doch wissen, dass Stadt Erlangen 5 Millionen ein Großraum Spanner führt, Erlangen. Die Stadt Erlangen hat aktuell 114.000. Aber der Großraum ist natürlich... Und der Großraum, wenn wir ganz großzügig rechnen, können wir schon eine Million sagen. Ja, genau. Also ich glaube jetzt mal so rein Nürnberg, Erlangen, Fürth ist so eine Million. Aber wenn man ganz groß ist, ist es, glaube ich, sogar die Metropolregion, ist so ein paar Millionen. Da war ich nämlich selber ganz erstaunt. Wie auch immer, also wir sind hundertprozentig überzeugt, dass Erlangen die richtige Stadt ist für ein deutsches Comic-Museum. Und da ist natürlich ein großer Part. Also ich vermute mal, wir haben Lehrer in der Audience. Da ist natürlich ein großer Part natürlich der Bildungsauftrag, den wir haben. Und das ist auch etwas, was ich auch wirklich anbieten will und auch bewerben möchte. Wir wollen also neben dem ganzen Thema ausstellen, bewahren und sammeln und vermitteln, wollen wir das Vermitteln auch ins Zentrum stellen und viel mit Erlanger Schülern machen, mit Erlanger Institutionen, Studenten, um da gemeinsam auch gemeinsame Aktionen zu machen. Seit November haben wir sogar in der schönsten Straße Erlangens, in der Schiffstraße, einen Aktions- und Schauraum angemietet, der blöderweise jetzt völlig leer steht, Corona-bedingt. Also es ist echt traurig, es ist echt total bescheuert, aber wir haben diesen Raum und wir starten voraussichtlich nach Ostern auch mit der ersten Ausstellung, die wir halt dann, keine Ahnung, auf Anruf öffnen werden, wo wir die Ergebnisse aus dem Zeichnen, aus dem Homeoffice präsentieren werden. Aber das will ich jetzt gar nicht so sehr betonen. Ich glaube, jetzt gerade für die Lehrer und Lehrerinnen hier ist es interessant, wir wollen ab Juni eine Mitmachaktion machen. Und zwar unter dem Thema, wir bauen uns ein Comic-Museum, wir zeichnen uns ein Comic-Museum, wir träumen uns ein Comic-Museum.
wollen wir unseren Schauraum so aufmachen, auch mit Bastelmaterialien, Zeichenmaterialien, Workshop-Charakter, wo dann die Erlanger Bürgerschaft und Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen, alle Künstlerinnen die Möglichkeit haben, auch ihre Vision uns dabei zu steuern. Und das soll so eine kollaborative, partizipative Aktion werden. Gut, Nils, du hast es zum Comic-Museum geführt. Ich habe ganz was anderes erzählt. Jetzt erzähle ich, also unsere erste Ausstellung war so eine Webcomic-Ausstellung. Ich persönlich bin ja auch so Webcomic-Zeichnerin. Also wir haben uns halt so im Internet immer getroffen. Und deswegen haben wir unsere erste Ausstellung auch den Webcomics gewidmet. Ja, das Kulturamt der Stadt Erlangen hat zum ersten Lockdown das Who is Who der deutschen Comic-Szene aufgefordert, zwei bis drei Seiten zu machen oder einen One-Pager. Das war dann Zeichnen aus dem Homeoffice. Daran haben sich wirklich namhafte Zeichner beteiligt, wie Ralf König, Thomas von Kumant. Ja, ich auch. nein, es war sehr gut. Ich war ja erst im zweiten Lockdown dabei und dann im zweiten Lockdown wurden dann die Teilnehmer von dem abgesagten Comic-Seminar gefragt halt, ne? Und ja, dann haben wir uns dann quasi mit unseren Arbeiten auf der Webseite des Comic-Salons wiedergefunden, anstatt in der Gebhardtstraße an neuen Geschichten zu basteln. Also ich kenne solche ähnlichen Institutionen wie das Comic-Museum auch aus Frankreich und die dort auch sehr viel in der Jugendarbeit arbeiten, mit Schulen zusammen. Und da stelle ich mir auch eine Zusammenarbeit vor, mit Herrn Fichtner zum Beispiel, dass man dort zu verschiedenen Themen dann auch Kurzgeschichten und Comics entwickelt mit Schülern und Schülerinnen aus Erlangen und das in dem Schauraum, Aktionsraum des Comic-Museums. Ja, also Till, ich darf bloß du sagen, oder hoffe ich? Na, natürlich, Lisa. Also gut, Freunde, nee, ich, Frau Neun, gell, und Till, nein, Schmarrn. nein, aber das klingt unheimlich interessant, weil ich glaube, da habe ich dann in dir sicher schon einen guten Partner in der Stadt Erlangen. Mit Bodo Birk bin ich natürlich ganz eng zusammen, ja, und mit Volker Holzmann. Aber gerade wenn es darum geht, weil dieses zweite Thema da im Juli, das liegt mir persönlich stark am Herzen, dieses Partizipative, die Leute und die Erlanger Bürgerschaft zum Träumen anzuregen und zum Kreativwerden anzuregen und zu sagen, ja, wie stellen wir uns unser Erlanger Comic-Museum vor? Da kann ich mir gut vorstellen, dass wir das auch eben mit Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Bildungsinstitutionen einfach machen. Also da freue ich mich unheimlich. Das soll wirklich so eine sehr kreative, gemeinsame Sache werden, die dann so über den Sommer läuft. Und wenn es immer noch in Corona geht, dann machen wir so lauter Laptops vor der Tür und keine Ahnung. Erzähl doch mal von den Räumlichkeiten, die ihr jetzt habt. Ja, das ist jetzt blöde, weil ich kann es jetzt gar nicht teilen. Ich glaube, wenn du noch einmal deinen Bildschirm teilst, dann würde ich dich durchnavigieren. Das sieht man von außen. Bild? Oder habe ich die Möglichkeit? Ah, ich kann ja auch Bildschirm teilen. Jetzt bin ich natürlich völlig unvorbereitet und habe das gar nicht so ein Dings im Momentchen. Ich kann mal kurz auf meinem Rechner suchen und schauen, ob ich nicht im Petto. Oder geh mal auf die Homepage. Oder nee, ich jetzt nicht. Nee, sorry. Gut, der Screen. Sorry, ich bin chaot, ich weiß. Aber so sind wir Comiczeichner. Nee, überhaupt nicht. Alle. Hey, was? Smartcard teilt meinen Bildschirm. Ist der jetzt schon geteilt? Ja, du zeigst jetzt. Ja, doch. Ich muss den nur reinholen als Admin. Also sonst könnte irgendjemand kapern sozusagen, gell? Wir haben hier so eine schöne Seite. Seht ihr sie schon? Ist es geteilt? Ja. Mhm. Gut. Sehr schön. Ja. Also das ist unsere Seite www.comic-museum.org. Wir haben auch comicmuseum.de, weil nämlich vor Jahrzehnten mal der Jens Junge, übrigens ein Spielewissenschaftler, comicmuseum.de gecovert hat und der hat sie uns zur Verfügung gestellt. Hat gemeint, super, euch gebe ich diese Adresse, diese Domain. So, der Aktions- und Schauraum, ich glaube, die Schmarrn war wieder falsch. So, die Schiffstraße in Erlangen wird in Erlangen ein Begriff sein. Es ist eine sehr, sehr schnucklige Straße hier in Erlangen. Und hier genau in dem Haus, das gesamte Erdgeschoss, ist unser neuer Aktions- und Schauraum. Das heißt, wir haben hier links
eine Ausstellungsfläche, wo wir dann entsprechend Ausstellungen machen können. Und wir haben auch die Räumlichkeiten rechts, also wo jetzt diese etwas altbackenen Vorhänge noch hängen, wo wir dann so unsere erste Sammlung dann archivieren werden, wo wir vielleicht Büroräume machen werden, auch irgendwie vielleicht Workshops machen werden, etc. Und das ist jetzt unser Aktions- und Schauraum. Und die erste Ausstellung wird hoffentlich, wenn alles klappt, nach Ostern eröffnen mit den Zeichnen aus dem Homeoffice. Und dann ab Juli machen wir dann hier in dem großen Raum und vielleicht auch in dem kleinen Raum diese partizipative Aktion mit den Themen, wir zeichnen uns ein Comic-Museum und wir bauen uns ein Comic-Museum. Und das ist übrigens, wir haben ganz, ganz toll, das muss ich jetzt eh immer wieder sagen, es gab einen Comic-Fan, der Michael Möller, der auch Comic-Salon-Besucher der ersten Stunde war. Und der Michael Möller hat uns tatsächlich testamentarisch bedacht. Das ist übrigens der Michael Möller. Die Zeichnung stammt aus den Ash Austrian Superheroes. Und da ist er quasi gezeichnet worden. Er ist leider gestorben, hat uns aber ein bisschen was hinterlassen, sodass wir uns jetzt diesen Raum für 2 Jahre leisten können. Ja, das Michael finde ich ja großartig. Ich... Wahnsinn. Das finde ich ja klasse. Ja, Michael habe ich auch kennengelernt in Comic Festival München. Das war doch immer der, die Mozartkugeln verteilt, ne? Verteilt hat. Das weiß ich. Ja, das kann durchaus sein. Das ist ein ganz lieber Kerl gewesen. Ich habe den eben in München kennengelernt und ist einer der wenigen Fans meiner Comics. Also ich bin jetzt, ich zeichne mehr hobbymäßig Comics, aber auch mit viel Spaß dran. Aber den habe ich in München kennengelernt. Ja, jetzt gucken die natürlich in der Hauptstadt und wir in Hamburg ganz, ganz ordentlich aus der Wäsche, weil die beiden Comicmuseen Deutschlands sind dann alle in Franken. Ne? Das Erika Fuchshaus in Schwarzenbacher La Salle. Und dann in Erlangen. Also, ja, genau. So ist es. Also ich finde das ganz toll und ich finde auch, dass da die Leute vom Comic-Seminar mit dem Kulturamt das quasi so aus einer eigenen Initiative aus dem Boden stampfen. Ist immer sehr schön, das mit anzuschauen. Ich bin gar nicht so aktiv dabei, aber hoffentlich habe ich heute ein klein bisschen was helfen können. Und ja, nee, super. Also wir sind wirklich, wir machen das als Eigeninitiative und es kommt wirklich so eine Art Graswurzelbewegung aus der Bevölkerung, aus der Comic-Szene heraus. Das ist auch der Grund, warum wir uns jetzt auch stark auch mehr so auf Independent-Comic und Szene, Webcomic-Szene oder Szene-Comic etc. auch, ja, überhaupt auf die Independent-Szene konzentrieren. Aber unser Traum ist schon, dass es mal so ein richtiges, tolles, großes Comic-Museum wird und da haben wir auch einen Freund von uns, ein Freund des Comic-Museums, der hat ein Comic-Museum, eine Masterarbeit Architektur gemacht und hat ein ganz, ganz tolles, richtiges Super-Comic-Museum da gedesignt. Ich starte es jetzt aber nicht, das kann man auch auf YouTube sehen. Es ist so ja, es gibt ja das große Comic-Museum in Angoulême zum Beispiel und dann gibt es noch das Comic-Museum in Brüssel, wo auch sehr Originale von Hergé, Tim und Struppi zu sehen sind. Ja. Es gibt nicht so viele davon. Es gibt aber auch so ein improvisiertes Comic-Museum, was immer in verschiedenen Pop-Art-Galleries zu sehen ist in Amiens. In Amiens steht dahinter der Verein, der das Comic-Festival macht in Amiens, die auch immer mit Erlangen zusammenarbeiten. Das ist En Marche sur le Bulle, heißen die. Die auch eine Artist in Residence geschaffen haben in Amiens und auch sehr viel mit den Schulen in der Umgebung arbeiten. Auch dort viel mit Geschichtsunterricht, weil in Amiens und im Umland war die zweitgrößte Schlacht des Ersten Weltkriegs, die Bataille de la Somme. Und dort werden dann Comiczeichner immer eingeladen von En Marche sur le Bulle, diese Geschichte dann anhand von Comics mit den Schülerinnen zu erarbeiten. Und das finde ich einen sehr gelungenen pädagogischen Ansatz, den die da machen. Ja. Ne, und da ich mir denke, dass der Raum Nürnberg, der ja noch ein bisschen was zu machen hat, ne, wegen dem FIPS und dem Julius Streicher, den Gauleiter von Nürnberg, können wir ja mal ein bisschen daran arbeiten. Und wir sind ja quasi einmal im Jahr mindestens mit mehreren Comiczeichnern in Erlangen. Und da kann man garantiert auch was machen mit Schulen in Erlangen, mit Lesungen, Workshops etc. Ja. Also da würde ich auch sehr freuen, weil ich natürlich auch in meiner Funktion sehr eng vernetzt bin mit den ganzen Schule ohne Rassismus Schulen in Erlangen. Und da denke ich, auf alle Fälle gucken, dass man da natürlich
vielleicht interessante Projekte anstoßen kann. Und ich glaube eben auch, dass es einfach ein Medium ist, wirklich auch wichtige Bildungsarbeit, gerade auch in der Antirassismusarbeit und der Aufklärungsarbeit leisten kann. Von daher freue ich mich natürlich sehr über das, was ich jetzt heute auch noch für mich neu erfahren habe an dem heutigen Abend. Und freue mich natürlich mit Lisa Neun dann da auch nach unserer Konferenz hier nochmal in Kontakt zu treten. Wie gesagt, ich glaube, da kann man durchaus interessante Projekte auch mit den Schulen gestalten. Mhm. Hier in Erlangen auch mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern durchaus schon einiges in dieser Richtung auf die Beine gestellt haben. Und das sind natürlich ganz neue Möglichkeiten. Da freue ich mich sehr. Ja, super, freut mich auch. Ja, oder auch wir zeichnen die Sophie Scholl mit der Ingrid Sabisch am 9. Mai vielleicht für Erlangen. Du wohnst ja jetzt in Nürnberg. Du bist ja auch nicht. Ich bin in Nürnberg, ja. Ja. 14 oder was? Ein paar Kilometer von Erlangen. Ich finde es jetzt auch total krass. Ich habe das nicht so wirklich verfolgt mit diesem Museum. Also, das finde ich ja Wahnsinn. Das ist ja super. Ja. Ja. Freut also mich sehr. Ja. Dann alle mitmachen, etc. Es ist das letzte Jahr. Also, wir wollten im Comic-Salon wirklich so unser erstes großes Go Live machen. Aber das letzte Jahr ist ja alles. Ja, ja. Ja. Hat ja alles. Aber wir sind ja nicht die Einzigen. Also ich meine, uns trifft es jetzt wirtschaftlich nicht so schlimm. Naja, schon blöd ist es halt total, aber wir leben jetzt alle nicht davon, aber ja. Ja, also Ingrid, was machst du jetzt aktuell gerade an Projekten? Wieder ein Comic? Na, ich mache so für eine Ausstellung vom Bayerischen Landtag mache ich so Graphic Novel Teile für diese Ausstellung, also einzelne Episoden aus der bayerischen Geschichte. Genau, da bin ich gerade dran. Und ja, also Geschichte ist ja eh mein Ding und meine Leidenschaft. Also das trifft sich ganz gut. Zeichnen und Geschichte und Politik. Sehr gut. Ja. Ja, also ich werde das hier nachher auch nochmal teilen, auch an Schulen teilen im Großraum Erlangen, Landkreis Erlangen, wird das auch nochmal dieses Video gehen. Und da ich habe den Lehrern auch noch einen kleinen Ausblick versprochen zu Verschwörungstheorien, wo sie herkommen, was der Umlauf ist, weil wir haben ja jetzt am Anfang in meinem Vortrag auch Will Eisner, das Komplott des Weisen Zions mit drin gehabt und dieser ganze Radikalismus, Antisemitismus, beruht eigentlich immer auf verschiedenen Verschwörungserzählungen. Und darauf würde ich mal gerne hinkommen, weil es gibt nämlich auch ganz unwahrscheinlich viele Comics, die das Thema bedienen. Und generell würde ich Graphic Novels für den Unterricht vorschlagen. Es gibt fast zu jedem Thema eine herausragende Graphic Novel. Ich habe gerade noch mal bei Arte mir neue Dinge angeguckt. Also auch Kardioerkrankung hat inzwischen einen Comic gekriegt. Blaue Pillen mit einer AIDS-Erkrankung zum Beispiel hat schon auch den Grand Prix in Angoulême gewonnen. In Erlangen Max und Moritz Preis hat dann gewonnen und Alfred mit dem Comic Pourquoi j'ai tué Pater Pierre, also warum habe ich Pater Pierre getötet? Das ist eine Missbrauchgeschichte durch einen katholischen Priester. Eine sehr beeindruckende Graphic Novel neben Maus von Art Spiegelman war Pater Pierre einer der wenigen Bücher in der grafischen Erzählkunst, die mich echt zum Heulen gebracht haben. Sowas kann man wirklich arbeiten an Schulen und ich denke mal, Erlangen ist da prädestiniert auch dafür, dort auch den Sprung hinzukriegen, weil ja so viele Comic-Künstler aus der ganzen Welt in Erlangen alle 2 Jahre zu Gast sind. So, dann würde ich jetzt nochmal in meine nächste Bildschirmübertragung rüber und dann gibt es noch mal eine kleine Einleitung in die Verschwörungstheorien, die ja auch einen quasi indirekten Zusammenhang mit dem Comic haben. Also ich leide unter dem Thema schon seit meines 17. Lebensjahres, seitdem mein Bruder richtig angefangen hat zu kiffen, hat er auch geschwurbelt wie Hulle, ne? So. So, Verschwörungstheorien. Dieses Wort kann man heute eigentlich nicht mehr sagen. Man geht in der Forschung jetzt eigentlich eher von den Worten Verschwörungsmythos oder Verschwörungserzählung aus.
dieser Theorie sagt ja immer, dass eine These, Antithese und dann die Syntax bewiesen wird. Das kann man bei einer Theorie ja nicht so richtig nachholen. Wen wir dort sehen, oben auf im Schneidersitz, das ist Ken FM. Das habe ich im Sommer illustriert, als diese ersten Querdenker-Demos waren. Und da auch schon wieder diese QAnon-Verschwörung wieder Umlauf hatte, die ja vorher schon Pizzagate in Erwähnung gezogen ist. Und wo das ganze Kram herkommt, es gibt eigentlich Verschwörungserzählungen schon seit der Antike, wie zum Beispiel der Senator Cato hat immer behauptet, die Karthager würden halt ihren Kinder und Babys und Säuglinge ihrem Feuergott Baal opfern und die sozusagen dort zum Fraße vorwerfen. Und das hat dann dazu geführt, dass die Römer mobilisiert haben für den großen Genozid in der Geschichte. Und das war quasi die Auslöschung Karthagos, Massenmord. Das Gleiche haben wir dann im Mittelalter gesehen mit den Pogromen, die es dann zur Pestzeit gegeben hat. Dazu komme ich gleich nochmal. Also wir haben verschiedene Verschwörungserzählungen, die New World Order zum Beispiel, dann auch die Illuminaten hier dargestellt durch die Pyramide mit dem allsehenden Augen, die Echsenmenschen, dass die Aliens bei uns leben und unten natürlich diese große Pizzagate-Geschichte, dass in der Pizzeria in Washington DC unten Kinder geschändet werden und das wäre aus dem Zirkel von Hillary Clinton passieren sollte. Da ist ja dann auch ein besorgter Mitbürger mit Maschinengewehr reinmarschiert und hat gesehen, der Laden hat keinen Keller. Ja. Verschwörungstheorien, wo kommen die her? Hier habe ich eine Übersicht. Also eine Verschwörungsideologie oder Mentalität, Verschwörungserzählung und Verschwörungsmythos. Eine Verschwörungsideologie ist ein generelles Misstrauen oder übermächtige wahrgenommene Gruppen, religiöse Charakter, wie bei Sekten, Reichsbürger, Faschismus, beziehungsweise gegen Schulmedizin, WHO, gegen die World Health Organization. Dann gibt es die Verschwörungserzählung, was dann einzelne Erzählungen sind, wie jetzt zum Beispiel, dass wir dann von Bill Gates gechippt werden. Dann ein Verschwörungsmythos ist ein übergeordnetes, abstraktes Narrativ. Das ist die große Unterscheidung dazu. Und ein abstraktes Narrativ, das schon beinahe einen religiösen Charakter hat, wie die jüdische Weltverschwörung. So, und dann gibt es da drin auch immer wieder antisemitische Synonyme, wie zum Beispiel die Rothschild oder Soros. Das geht dann auf das jüdische Weltbankertum oder Investmentbanking zu tun. Und das ist wieder die Grundlage, links unten der Pfeil, für den Rechtsterrorismus, wie der Anschlag auf die Synagoge von Halle oder am 15. März hat sich jetzt 2 Jahre gejährt, der Anschlag von Christchurch. Und dann natürlich auch, was wir auf der anderen Seite sehen, das war die Flüchtlingskrise. Während der Flüchtlingskrise kam dann diese Theorie der Umvolkung nach Camus, einem französischen, ja, möchte gern Künstler, Philosophen. Und das hat die ehemalige Tagesschausprecherin, wie hieß sie nochmal? Kommt gleich wieder. Die hat das quasi in einem Kopf. Eva Herrmann. Eva Herrmann, genau. Ja. Eva Herrmann in einem Kompaktartikel quasi von sich gegeben, da, und zwar auch direkt 2015. Später hat das auch Gauland aufgegriffen und das ISF, das Institut für Staatspolitik zum Beispiel, hat dazu auch eine eigene Serie gemacht. Und das wieder rechtfertigt dann diese Umvolkungstheorie, den Rechtsterrorismus, wie in dem Anschlag von Hanau, wo vor fast über einem Jahr dann 9 Menschen in Hanau aus rassistischen Gründen ermordet wird. Aber auch dann die AfD-Bundestagswahl unterstützt von den Thinktanks der Schwurbler, wie die Bibliothek des Konservatismus oder das Institut für Staatspolitik. Ja, dann auch Verschwörungstheorien, wie hier zum Beispiel, die Mondlandung war nur ein Fake, haben sie in Hollywood gedreht. Also das, was auch mal ein ganz beliebter Einstieg ist in Verschwörungserzählungen, ist die CIA killed JFK, also die Ermordung von John F. Kennedy. So, dann das Organigramm einer Verschwörungstheorie, eine Ereignisverschwörungstheorie, die dann zu einem Weltereignis oder einem Unfallereignis vortritt, wie zum Beispiel 9/11 oder Mord an JFK. Dann irgendwie, what happened to World Trade Center 7, da wo dann dieser Schweizer Möchtegern-Philosoph da auch immer vom Stapel lässt, wo dann jetzt zum Beispiel ein Kollege von uns
ein Comiczeichner aus München angefangen hat, diesen Verschwörungsmythos immer weiter zu auf Facebook weiterzuleiten mit den Videos von diesem Schweizer Vogel. Ja, und dieser Kollege ist dann immer mehr abgerutscht und hat dann auch Kompakt-Magazin-Artikel geteilt. 2018 war ich dann noch im Austausch mit ihm, wollte wissen, warum. Dann hat er schon gleich wieder Nazi-Keule gesagt. Ich würde die Nazi-Keule rausholen. Das Hufeisen wurde geschmissen. Ja, als letztes ist er dann negativ aufgefallen, wie er den Wahlkampf-Comic für den Björn Höcke gemacht hat. Und dann gibt es noch sogenannte Systemverschwörungstheorien. Darauf gehen wir auch mal ein. Das sind dann so die New World Order, die Illuminati und Freimaurerorden im Hintergrund, die alles beherrschen. Was ja auch immer, was ich, Xavier Naidu oder Ken FM von sich gibt. Und dann die Superverschwörungstheorien. Das heißt, das sind irgendwelche Narrativen, die kaum zu glauben sind, wie zum Beispiel die Reptiloiden, dass die unter uns leben, oder auch die bolschewistische jüdische Weltverschwörung. So, und da, was Verschwörungstheorien immer als erstes anfeuert, sind dann Fake Facts und Fake News. Und da kommen wir dann wieder auch im Bereich Comic, und dass der Comic solche Narrative immer sehr schnell aufgreift. Ne? Oder dann haben wir jetzt hier zum Beispiel für Lehrer auch die Erkennungscheckliste, woran kann ich eine Verschwörungstheorie erkennen? Eine Gruppe agiert im Hintergrund, um ein Land, ein System oder eine andere Welt zu manipulieren. Illuminati, NWO. Eine gemeinschaftliche Aktion wird geplant. Und dann, und es wird illegitim und illegal organisiert. Das ist der Inhalt einer Verschwörungstheorie, wie der Gegensatz zur offiziellen Version. Ne? Corona ist eine harmlose Grippe und schließt Zufälligkeiten aus, sozusagen, dass die Chemtrails zufällig entstehen, wenn ein Flugzeug in kälteren Luftschichten fliegt, dass dort diese Kondensstreifen sich kristallisieren und länger zu sehen sind. Und dann noch die Merkmale. Eine Verschwörungstheorie hat immer zu wenig Fakten, die man nicht beweisen kann. Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, was in diesen Chemtrails drin ist, weil es eigentlich nur Eis ist. Thesen Thesen nicht wissenschaftlich verifiziert. Das ist eine These, Antithese und dann das Fazit. WHO und Gates wollen uns impfen und chippen. Das heißt, man kann dort nicht mal zu dieser These eine Antithese entwickeln. Und dann natürlich auch die Falschmeldungen und die Fake News, wie jetzt bei den Reichsbürgern, dass es die Bundesrepublik Deutschland nur eine GmbH ist, dass es nie einen Friedensvertrag gegeben hat. Und es basiert immer auf Teilwahrheiten. Gates hat die WHO finanziert zum Beispiel, ist eine Teilwahrheit dahinter. Er hat eine gewisse Summe finanziert für die Projekte, die über ihn laufen. So, aber er ist nicht der Komplettfinanzier der World Health Organization. Und dann Ki Bono, immer ganz wichtig bei Verschwörungserzählungen. Wer hat was davon? Wem nutzt das? Ne? Zum Beispiel der in Baden-Württemberg ansässige Kopfverlag, der hat pro Tag um die 25.000 Buchverkäufe, 40% eines verkauften Buches, der Buchhändleranteil, das fließt alles in seine Taschen, der macht Millionen damit. Ne? Und eine Verschwörungstheorie knüpft oft an eine andere an. Dazu gibt es gleich auch nochmal eine Grafik, dass die sich immer ineinander ergänzen. Hier zum Beispiel auch, was jetzt dieses Illuminati und Freimaurerwesen ist, dass ja Washington Freimaurer war und dass sozusagen die USA dieser Freimaurerstaat sind. Und dann sehen wir das ja auch hier bei SpongeBob, der in das heilige Auge marschiert. Und das ist dann auch hier diese New World Order, wo dann quasi es diesen Geheimrat gibt in einem Deep State, wo sich dann mit Aliens beraten wird, wie die Welt zu beherrschen ist. Haben wir auch wunderbar gesehen in Akte X, Man in Black und andere Pop-Medien greifen diese Themen der Verschwörungstheorien immer auf und machen es dann natürlich einfach, nachher irgendwie also noch politisch unpositionierte Jugendliche damit in den Bann zu ziehen. Das war jetzt zum Beispiel gerade Pizzagate, das habe ich ja schon erwähnt, mit dieser Pizzeria in New York, in Washington. Und dann haben wir die QN-Theorie, dass in dem Infoboard 4chan entstanden ist um 2017, 2015. Und dieser Q, der gibt immer seine Q-Drops. Das sind kleine Informationshäppchen und die Anhänger basteln sich dann ihre Theorien daraus. Es soll ein Deep State geben, riesengroße Bunkeranlagen, wo dann Kinder gefoltert, gequält und missbraucht werden, um das Stoffwechselprodukt Adrenochrom aus den Körpern zu gewinnen. Und das ist dann sozusagen die Junghaltungsdroge der
von Hollywood etc. Man kann das andere, den Chrom kann man komplett synthetisch herstellen, man braucht keine kleinen Kinder dafür. Deshalb ist diese Verschwörungserzählung auch schon mal Murks. Ja, und die baut dann wirklich auf die mittelalterlichen Verschwörungsmythen und Erzählungen oder auch dieses Massenimpfen im Deep State, ne, was jetzt in dieser Animation ja auch dargestellt ist. Und diese mittelalterlichen Verschwörungserzählungen, wo dann am Schabbat die Juden christliche Kinder gefoltert haben, deren Blut getrunken haben, deren Fleisch gegessen haben, das hat zu dem Pogrom geführt. Ja, dann war natürlich der Bürger von Rothenburg ab der Tauber, hat sich bei dem Juden über zwei Generationen Geld geliehen, war dann einfacher, dem Juden die Hütte über den Kopf abzufackeln und die Familie abzumurksen, als die Schulden zu bezahlen. Diese Pogrome, die haben auch dazu geführt später, dass dann diese Deutschen in Mitteldeutschland, die jüdischen Clans und Familien nach Osten gegangen sind. Die haben ja die Sprache dann noch mitgenommen, das sogenannte Jiddische, ist einmal noch ein mittelhochdeutscher Wortstamm entsprechend. Und die sind dann in diese Städte gezogen, von Polen bis Weißrussland und Ukraine gab es halt diese Städte, wo es dann komplette jüdische Dorfbevölkerung gab. Und auch in den Städten haben Juden gewohnt. Und ja, und dann kam die deutsche Wehrmacht und hat dann auch diese Städte vernichtet. Und hier sehen wir noch ein Bild zu diesen jüdischen Verschwörungstheorien, die zu den Pogromen geführt hat. Und da knüpft QN eigentlich direkt an. Und einer der großen Gralsfiguren von QN, das ist halt hier Mr. Shithead Donald Trump, der sich jetzt wieder aufbaut. Er soll dann sozusagen der heilige Gralsritter sein, der diese Kinder befreit. Mit der Armee etc. Und das war ja natürlich alles fake, aber er hat QN nie direkt widersprochen. So, und ich glaube, diese Präsentation habe ich noch vor der Wahl fertig gemacht, weil das einzige Mittel gegen so einen Idioten ist, wählen gehen. Zum Glück hat ja geklappt. Schauen wir mal, was mit Biden wird. Und hier sehen wir nochmal so in einem Kreislauf, wie Verschwörungstheorien sich gegenseitig ernähren. Also NWO, Deep State geht auf Rothschild, Bilderberger, diese Bilderberger-Konferenz, die es jedes Jahr gibt und die dann quasi die Deep State, NWO, New World Order Depeschen rausgibt, dann Soros, benannt nach George Soros, der auch die Better World Foundations hat und der auch in Budapest eine Privatuni gemacht hat für Naturwissenschaften, also Politiklehre etc. und Journalismus. Und dann der Orban, der Soros halt aus Ungarn raushaben wollte, er dann selbst eine Art Werbeagentur gegründet hat, um halt Verschwörungserzählungen gegen Soros in die Welt zu setzen und die jetzt quasi glauben. Also die Universität, die ist jetzt in Wien und die Better World Foundation, die ist jetzt in Berlin jetzt. Und dann hier natürlich noch die Verschwörung Corona und Corona, die Herkunft von Corona, dann der Zusammenhang mit G5 oder früher war das ja auch schon bei G3 und auch WLAN-Netz kann einem die Eier brutzeln und damit wirst du dann geimpft und deshalb haben dann in England auch diese ganzen G5-Masken gebrannt. Und natürlich dann die Auschwitz-Lüge und die Holocaust-Leugnung, auch ein Thema bei meinem Buch, ne? Und dann der ganz, ganz total abgefahren ist so die Neuschwabenland-Theorie, dass die Neuschwabenland-Expedition eine riesige U-Bahn-Basis gebaut hat und 30 U-Boote der deutschen Marine da vor Ort sind und dass dort auch die Flugscheiben hingebracht wurden, dass Adolf Hitler dort lebt und dass sie mit den Flugscheiben dann die Rückseite von dem Mond besiedelt haben. Dieses Paradoxon, diese Verschwörungstheorie, die hat dann Iron Sky, dieser Film, aufgegriffen, Crowdfunding-Projekt, eigentlich sehr witzig, als ich es angesehen habe. Dann die Reptiloiden, dass halt die Reptiloiden-Menschen unter uns leben. Die Mondlandung, John F. Kennedy, 9/11, QAnon, Pizzagate. Ne, und es geht fast alles immer auf diese antisemitischen Grunderzählungen zurück, wie die Protokolle der Weisen Zions. Ne, dann die Umvolkung und der große Austausch nach Camus. Ja, und was lernen wir daraus? Durch Corona wird dieser ganze Verschwörungsglaube immer noch mehr angeheizt. Und das soll natürlich der Hauptverantwortliche sein dafür, Bill Gates. Also wenn man dann den Chip hat, dann kriegt man dann immer den Startsound von Windows. Ja, so viel
dazu. Und dazu habe ich dann noch ein Padlet, das ist über meine Webseite verlinkt, zu den Verschwörungserzählungen. Und dort gibt es dann noch weiterführende Informationen. So, und dann noch mal ganz kurz in die Radikalisierung im Netz. Wie gehen die Verschwörungstheorien dann online? Und da gibt es Echo Chamber, dann auch die Filterbubbles und die Trollarmeen. Da gehe ich jetzt nur kurz drauf ein, will dieses Diagramm zeigen. Also es gibt die Influencer und Politiker, dann neue rechte Medien, neue rechte Thinktanks, das sind die sozusagen die Produzierer der Schleudern, und dann gibt es die sogenannten Linkschleudern und Bots. Das sind speziell programmierte Schnittstellen, die dann mehrfach Meldungen sozusagen in die sozialen Netzwerke einspeisen, aber auch solche Hater und Linkschleudern, die dann quasi gezielt auf Twitter etc. zu verschiedenen Hashtags solche Sachen dann auch kapern, das Kapern von Kommentarzeilen von Standardmedien wie Stern, Spiegel etc. Das ist auch mit in dem Social-Media-Guerilla-Handbuch. Während der Bundestagswahl 2017 war die Trollarmee der Reconquista Germanica sehr aktiv gewesen, und die haben sich über Telegram verabredet, um quasi alle Koordinationen sozusagen reinzubringen. Und jetzt inzwischen auch viele Leute, die auf Facebook, Twitter, YouTube gesperrt sind, die weichen auf Telegram und andere Videokanäle aus. Und im Social Media wird dann aber versucht, dort auch Einfluss zu treiben und dort auch direkt für die Jugend. Und dort werden aber dann auch Hate Speech und sowas verabredet oder auch richtige Ziele verabredet, wo es einen koordinierten Shitstorm gibt auf den und den Politiker oder Vertreter von irgendwelchen Organisationen der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel Anetta Kanahe von der Amadeo-Antonio-Stiftung, die mehrfach Opfer solcher Angriffe wurde. Und welche Medien stehen dahinter? Junge Freiheit mit Dieter Stein, das neurechte Wochenblatt, wo Gauland gesagt hat, wer die AfD verstehen will, der muss die Junge Freiheit lesen, KenFM natürlich, Kompakt auch, Kompakt Online von Jürgen Elsässer, früher linker Journalist, jetzt auch Pegida-Mitbetreiber, dann PI, Political Incorrect, COP Online, RT Deutsch, ne, Russia Today war früher die Nachrichtenagentur der Sowjetunion, daraus ist dann RT geworden und RT Deutsch, das ist ein Putin-naher Oligarch, dem das gehört, der soll auch indirekt Kompakt finanzieren, und dann natürlich hinten links in der Ecke Sezession und Antaios Verlag rund um Götz Kubitschek, der auch mit der identitären Bewegung zusammenhängt. Martin Sellner hat bei ihm sozusagen Praktikum gemacht, und er selber sozusagen der Mann hinter Höcke, der dann auch die kulturelle Hegemonie laut Gramsci sozusagen macht, wo das jetzt zum Beispiel in Thüringen passiert ist mit dem Ministerpräsidenten. Das war eine reine Lektion nach Götz Kubitschek. So, und wer steckt dahinter? Ne? Die Thinktanks natürlich. Junge Freiheit ist die Bibliothek des Konservatismus, finanziert von Volkhard Edler, dem Hamburger Multimillionär. Dann der Antaios Verlag, Götz Kubitschek. Dahinter steht dann der Verein 1%. Das Kompakt-Magazin, Jürgen Elsässer, hat auch 1% mit Antaios gegründet. Dann der Kopp-Verlag aus Baden-Württemberg, RT Deutsch, PI News, Akadi-Magazin. Der Deutschland-Kurier hat noch einen sehr interessanten Hintergrund. Der wird nämlich finanziert von August Fink Junior, das ist der Sohn von Baron August Fink. Und das war der Privatbanker von Adolf Hitler, der auch 33 Millionen Reichsmarkspende für Adolf Hitler von der deutschen Schwerindustrie zusammen organisiert hat. Und da sehen wir nochmal die allgemeinen Vernetzungen, und dort über solche Kanäle werden dann auch die Verschwörungserzählungen sozusagen weitergeteilt. Und dort sehen wir nochmal die Akteure oben rechts. Das ist Martin Sellner, der selber noch eine Spende gekriegt hat von dem Christchurch-Attentäter ein halbes Jahr vorher. Dann unten links dort ist Karl-Heinz Hoffmann, der Rechtsterrorist, der in der Nähe von Erlangen auch wohnt, im kleinen Schlösschen, von der Wehrsportgruppe Hoffmann, auch, man sagt, mit beteiligt an den Mord an Frieda Pöschke und Schlewi Levin 1981 in Erlangen. Und dann haben wir hier noch Melanie Schmitz, auch eine rechte Influencerin und Kabarett-Identitär-Musikgruppe. Und und da gibt es da natürlich auch noch andere Richtungen wie Hip-Hop zum Beispiel, wie Chris Ares, der sich jetzt inzwischen distanziert hat. Die Liederin machen Melanie Schmitz und Malenki zum Beispiel. Das ist ein rechter YouTuber aus Leipzig.
Blogkanäle und dann natürlich Pegida reden. So, und das natürlich die Trolle, die dann mehrere Fake-Profile haben im Social Media und dann die Inhalte multiple weiterverteilen. Und die dann auch gezielte Trollangriffe machen. Mit Fake-Profilen dann sozusagen auf die Kanäle und Social-Media-Profile zu gehen von prominenten Politikern und Leuten, die sich in der Zivilgesellschaft engagieren. Ne, und dann, wie erkennt man Trollarmeen, Fake-Profile, militärische Strukturen mit Tagesbefehlen, Einsatz von Bots und Austricksen, Handbuch der Mediengerillas. Und da gibt es ja auch richtige Trollfabriken, wie zum Beispiel in Russland, die dann auch vom Kreml irgendwie querfinanziert werden, die dann auch komplette Datenleaks machen, wie zum Beispiel aus der Wahlkampf-Affäre von Hillary Clinton, aber auch die Lahmlegung der ganzen E-Mails vom Bundestag. So sieht sich der Internet-Troll am liebsten selber und eigentlich sehen die nur so aus. Und hier haben wir nochmal das zum Beispiel ein Netzwerk aufgezogen, erklärt, das ist der Junge Freiheit in der Mitte, Dieter Stein, der quasi seinen Umtrieb finanziert hat, einmal durch die Spenden von Volkert Edler und auch durch Immobilienspenden von Altnazis, aus dem dann quasi die Redaktionsarbeit mit 50 Beschäftigten in der Jungen Freiheit gewährleistet wird. Die Junge Freiheit hat eine Auflage von 25.000 pro Woche, hat keine Anzeigen und hat einen Redaktionsstab von 50 Mitarbeitern. Und allein von den Zeitungsverkäufen könnte er so einen großen Stab sich gar nicht halten. Und deshalb müsste man mal sehen, welche Immobilienspenden er gekriegt hat und wem die Immobilien vielleicht vor der Arisierung gehört haben. Und dazu gehört dann die Bibliothek des Konservatismus und die Förderstiftung des Konservatismus. Dort haben dann unter anderem auch Leute geredet wie Gauland, Alice Weidelt, Hans-Georg Maaßen etc. Und auf der rechten Seite, da geht das dann über den Antaios Verlag, über die Identitäre bis hin zur NPD. So, und dazu dann meine Radikalisierung im Netz. Und damit hätten wir diesen Beitrag auch abgeschlossen. So, Dankeschön. Und wie gesagt, dazu auf mein Padlet gehen, was dazugehört. Und dort findet man weiter führende Informationen, Fake Facts zum Beispiel. Michael Butter kann ich empfehlen, bei YouTube mal zu recherchieren. Der hat auch sehr eloquente Beiträge zu Verschwörungstheorie. Die Ingrid muss ich mal wieder reinholen, die war offline, da ist sie. Ja, ich bin irgendwie rausgeflogen, ich weiß auch nicht warum. Na, schalte ich mir jetzt auch nochmal ein. Ja, Nils, ich danke dir erstmal ganz herzlich für diese, ja. Okay. Was? Wofür? Für diesen eloquenten und interessanten Ausführungen, Nils, wollte der Till doch sagen, oder? Ja, weil das ja für Lehrer ist. Das wollte ich jetzt gerade sagen, aber jetzt wart ihr irgendwie alle gerade weg. Jetzt wusste ich nicht, ob wir noch da sind. Ja, weil Lehrer haben da nicht so einen Überblick drüber. Und ich sage auch mal, die Jugendlichen, die sind heute nicht mehr auf Facebook. Das ist da, wo die Lehrer halt noch sind. Die Jugendlichen, die haben also YouTube schon, also 90% sind auf Instagram und jetzt auch TikTok. Ne? Und wenn man als über 50-Jähriger auf TikTok auftritt, ist das ein bisschen peinlich. Ne? Das wäre dann irgendwie so ein alter Sack in der Teenie-Disco, das würde man ja auch keiner sehen. Da steht halt die Befürchtung immer, dass man das so ein bisschen unterm Radar verliert, von wem dort die Jugend in den Social-Media-Kanälen beeinflusst wird. Und die sind jetzt auch gerade bekannt geworden, wieder in Sachsen, die NPD-Jugendorganisation, die haben schülerinfo.org gemacht, eine Social-Media-Kampagne auf Instagram, wo es darum geht, dann nur noch Schülersprecher zu rekrutieren, die keinen Migrationshintergrund haben. Also totales rassistisches Motiv und U-Boot-Aktionen, ne? Die man auch gar nicht am Anfang, in den ersten paar Monaten gar nicht einsortieren kann, aber die sich dann nach und nach, nachdem die viele Follower gesammelt haben, sich dann als rechtsradikal outen. Ne? Das gibt es halt immer wieder und ich denke mal, dass man dann in der politischen Bildungsarbeit sowas mit einbeziehen soll, aber auch mit Comics arbeiten soll, damit die einen Einstieg kriegen. Ne, und dann, was ich noch vergessen habe, die Bundeszentrale für politische Bildung hat auch immer wieder Graphic Novels im Angebot,
zurzeit ist zum Beispiel auch im Wiener wieder erhältlich von Barbara Jelin für 7 €. Ansonsten kann ich nur empfehlen, Comics kaufen über den örtlichen Comichändler und nicht bei Amazon. Das Herr Bezos hat schon genug Kohle. Das war ja auch was Politisches und vor allem die coolen Sachen nicht den Nazis überlassen. Die haben uns den Punk geklaut, die haben uns den Rap geklaut und jetzt klauen sie uns auch noch die Comics. Da gibt es jetzt dieses neue rechte Magazin da irgendwie. So war es mein politischer Statement zum Abend. Ja, das war auch am Anfang U-Boot. Und sie was Eigenes einfallen lassen, die Deppen. Ja, Massensuizid am besten von denen. Ja. Es ärgert mich immer besonders, ja, dass irgendwie so das dann auch noch glatt übernommen wird. Ja, das ist halt da, ich habe da auch die Leute gewarnt, schon an Anfang Januar aus der Comic-Szene, diesen rechten Verlag da gar nicht großartig zu erwähnen, nicht namentlich benennen, einfach zu sagen, wir entfollowen die auf Social Media. Keine Standvermietung auf irgendwelchen Festivals. Leider war jetzt ein Comic-Fachmagazin nicht so schlau, auf die Warnung zu hören, haben da was abgedruckt und jetzt sind sie bekannt geworden. Die feiern das gerade ohne Ende ab. Ne? Und aber ist klar, Comic ist ein Medium. Ne? Film ist auch ein Medium. Ne? Es gibt im Film, da gibt es Umberto Eco, Namen der Rose-Verfilmung, Schindlers Liste-Verfilmung, aber es gibt auch Jud Süß. Ne? Ein Medium wird von links und rechts genutzt. Und das hast du natürlich im Comic auch. Ne? Du hast auch zum Beispiel Henry Miller mit 300, auch schon in seiner Dark Knight Batman-Geschichten. Der Typ ist extrem faschistoid, ne? Aber gehört halt mit dazu. Ich glaube, der Adolf Hitler war ja auch Mickey Mouse-Fan. Vor allen Dingen Comics Disney, oder? War doch irgendwie. So Disney-Filme hat er, glaube ich, oder? Hat er doch viel. Ja. Aber die Deutschen dürften es nicht gucken. Aber er hat es, glaube ich, hat immer so extra Vorstellungen für sich machen lassen, soweit ich mich erinnere. Das meine ich. Bei der Besetzung von den Niederlanden haben die eine Filmkopie in die Hände gekriegt von Schneewittchen. Und das hat Adolf Hitler in einer Privatvorführung gesehen mit Goebbels. Okay. Und dann kam dann so der Auftrag, eine eigene deutsche Trickfilmproduktion aufzubauen. Und da gab es auch das mit Hansi, dem Vogel. Ja, oh Gott, armer Hansi. Ja. Armer Hansi, ne? Es gab da verschiedene Bemühungen halt, Trickfilm zu machen. Walt Disney musste auch Propaganda machen. Da kamen dann Offiziere vom Pentagon. Dann ist er auch... dieser Film entstanden, wie hieß er nochmal, mit Donald Duck, der sich dann als Ente träumt. The Fruer's Face heißt der Film, hat auch einen Oscar gekriegt. Die deutsche Trickfilmproduktion war bei den UFA in Babelsberg, die wurden ausgebombt, dann sind die nach Prag gekommen in ein ehemaliges Kinderkrankenhaus. Und die deutschen Trickfilmzeichner, die haben oben auf dem Dachboden 23 jüdische Kinder versteckt. Also unten haben die judenfeindliche Propagandatrickfilme gemacht und oben haben sie Judenkinder versteckt und durchgefüttert, bis der Krieg zu Ende war. Ich habe mal gehört, dass sogar Hildegard Knef als ganz junge Frau mitkoloriert hat. Also bevor sie Schauspielerin geworden ist. Ich finde es einfach ein sehr witziges Detail. An diesem armen Hansi, glaube ich, hat die auch mitkoloriert. Ja, der ist ja auch ganz komisch, der Film. Den kann man auf YouTube gucken. Der ist furchtbar, ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr da wart und ich hoffe, bald können wir uns in Erlangen wieder treffen, auf ein Bier in der Kulisse und dann im Comic-Museum vorbeischauen. Genau. Ja, also ich würde gerne, ich bin total eingeigelt seit 2 Jahren. Erlangen ist überhaupt nicht weit, aber ich würde mich freuen, wenn ich ein bisschen, es gibt ja hier doch in Nürnberg eine Comic-Szene, in Erlangen und irgendwie wäre es schön, wenn man sich da irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie da die Schnittmengen gerade sind, so wer wen kennt und so, aber würde mich freuen, wenn man sich da... Nürnberger, die kenne ich natürlich schon alle ganz gut. Die Erlanger Comic-Szene ist jetzt nicht wirklich groß, das sind vielleicht 2 Leute. Aber naja. Naja, wenn man jetzt von Zeichnern aufgeht, oder ich kenne bloß einen anderen noch. Gut, aber es würde mich freuen, also ich bin jetzt seit 6 Jahren wieder hier, also ich habe
irgendwie noch keine Zeit gehabt, groß die Fühler auszustrecken. Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, der Jeff G macht ja immer wieder so seinen Comic-Café Sonntagnachmittag, aber Sonntagnachmittag ist so der letzte Zeitpunkt, wo ich nach Nürnberg fahre. Ja. Ja. Und der Michael Jordan macht immer wieder so seinen Drink and Draw im E-Werk. Mhm. Und wir werden sicher mit Comic-Museum, sobald wir öffnen, werden wir sicher ab und zu mal was tun, machen. Ja, und wahrscheinlich im September wieder in Erlangen das Comiczeichner-Seminar, diesmal mit den Dozenten Ralf König, Isabel Kreitz und ja, und diesmal sogar noch einen dritten Dozenten, und das ist von Ganro, Tomi von Kumant. Also eine ganz interessante Runde. Ralf hat mir selber beim letzten Seminar den Erklärbär aus den Sprechblasen geprügelt. War sehr lustig. Weil du zu viel Informationen mal reinpacken willst oder was? Oder was, ja, ich bin da so wie in den alten Edgar Wallace-Filmen, wo dann fünfmal erklärt wird, guck mal, da ist ein Messer. Ah, ein Messer. Oh, die Frau hat ein Messer im Rücken. Oh, die Frau ist tot mit Messer im Rücken. Und dann fragt doch noch jemand, wieso ist die, was ist mit dem Messer los? Genau. Genau. Ja, ich bedanke mich bei euch für diese tolle Runde. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Till, hast du noch was zu sagen? Ich höre euch leider nur noch ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr mich tonmäßig noch hören könnt. Doch. Doch, wir hören dich noch. Also nochmal für Till weise ich nochmal darauf hin, nächsten Dienstag über einen YouTube-Kanal der Stadt Erlangen gibt es noch das Live-Gespräch und Interview mit Esther Bejanaro, einer Auschwitz-Überlebenden, die auch in dem Mädchenorchester in Auschwitz spielen musste, wenn die Häftlingstransporte angekommen sind. Esther Bejanaro ist auch die Vorsitzende der Stiftung Auschwitz-Komitee, macht auch selber Rap-Musik mit Schülern gegen rechts und eine sehr eloquente alte Dame mit ihren 96 Jahren kämpft sie immer noch gegen rechts. Und ja, Esther Bejanaro am nächsten Dienstag im Gespräch mit Till Fichtner. Um 19 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Stadt Erlangen. Super, gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich werde mich jetzt verabschieden. Und herzlichen Dank an alle. Und danke für die Einladung. Ciao. Danke für die Einladung, Nils. Ciao.